When I do outdoor photography, I'm usually out on actual hikes and I pack a lot of gear. The new M-Suiko 20mm f1.4 Pro enables me to capture the big forest scenes and the outdoor details I need to tell a story. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Erik Scheuermann und ich möchte natürlich alle Zuschauer begrüßen zum Expertentalk rund um das OM-System. In den letzten Wochen ist viel passiert im Hause OM Digital Solutions und deshalb gibt es diesen heutigen Termin, dass wir gewisse Punkte ansprechen, dass wir uns den Namen vornehmen, vielleicht ein neues Produkt vornehmen, Fragen und Antworten natürlich suchen. Fragen haben wir hoffentlich, die Antworten suchen wir dann natürlich entsprechend. Kurze Vorstellung zu uns beiden. Mein Name ist, wie gesagt, Erik Scheuermann. Ich bin Trainer aus dem Team photooscar.de. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir jetzt seit knapp 25 Jahren für Olympus, jetzt OM Digital Solutions, Workshops in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchführen dürfen. Und im Laufe dieser langen Zeit haben wir natürlich auch intensive Kontakte zu unseren Auftraggebern gefunden, in Form von Nils Häusler, den bestimmt viele kennen, aber ich finde, man sollte sich trotzdem mal vorstellen. Und Nils, da wir gerade eben beide gehört haben, wir sehen so fantastisch aus der Regie. Lieber fantastischer Nils, stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du? Ah, Erik, ich bin so begeistert. Also schönen guten Abend allerseits, mein Name ist Nils Häusler, ich bin jetzt seit über 30 Jahren bei der Firma Olympus, jetzt bei der Firma OM Digital Solution. Bin zuständig für die ganzen Trainings und technischen Sachen. Also ich bin ein Technical Expert, wie man das heute im Neuenglischen so sagt. Und ich freue mich jetzt auf einen interessanten Abend mit dir, wieder mal live aus Berlin. Wir machen jetzt nicht Hitparade, aber 19 Uhr würde ja passend. Hier ist Berlin und ich habe mir gedacht, unsere beiden vollen Lippen brennen drauf, wieder mal so richtig miteinander zu schnacken. Und Das sollten wir heute Abend einfach mal machen. Wir haben definitiv viel zu bereden. Ja, wir haben einiges, was es ja Neues gibt. Vor allem in den letzten zwei Wochen ist ja viel passiert. Wir haben aber auch schon seit einem halben Jahr ja immer die Diskussion, es wurde etwas verkauft, jemand anderes hat etwas gekauft, wie geht's weiter? Das ist so die Standardfrage, die wir aktuell natürlich überall bekommen. Und um jetzt einfach auch mal eine ganz klare Schiene zu fahren, was habt ihr euch gedacht? Wie geht's weiter? Was kann der Kunde sich im Grunde vorstellen? Warum gibt es überhaupt einen Namenswechsel? Es gab vor zwei Wochen ein großes Pow-Wow, nennen wir es mal, mit einem für mich sehr, sehr guten Film. Ja. Muss man schon ganz klar sagen. Und da muss man auch Danke sagen, natürlich nach Tokio, jetzt weiß ich gar nicht, wo Herr Murata sitzt. In den USA. Das ist USA. Aber wo da genau, wissen wir nicht. Nein, wir wollen ihn nicht besuchen. Aber es war ein sehr, sehr wichtiges Video für, glaube ich, uns alle. Ja. Also nicht nur für intern, sondern eben auch für extern. Und um das jetzt so ein bisschen aufzuschlüsseln, wollen wir heute auf jeden Fall die Zeit nutzen, um klarzumachen, was passiert denn überhaupt? Ja, das sollten wir auch. Und dafür haben wir natürlich auch ein bisschen was vorbereitet, ja. Um das Ganze auch ein bisschen deutlicher zu machen, was passiert denn an den Produkten, was passiert mit dem Namen, warum gibt es eine Änderung? Und das wollen wir uns einfach anhand von den Logos auch mal ein bisschen vornehmen und schauen einfach mal, wir haben mal alle Logos, die wichtig für uns sind, erstmal aufgeschlüsselt und finden dort natürlich nicht nur die Kameralogos, sondern vielleicht kannst du nochmal weiter erläutern, was diese Icons so zu bedeuten haben. Also ich könnte natürlich jetzt die Diskussion extrem abkürzen und ich könnte jetzt, wenn ich jetzt mal ins Werbedeutsch falle, sagen, aus Reiter wurde Twix und ansonsten ändert sich nichts. Ne? Also für den Endkunden, das sind ja die Leute, die jetzt hoffentlich uns zuschauen, ändert sich definitiv wirklich nichts. Also es wird natürlich weitergehen, das ist ganz wichtig, die Message, es geht weiter. Es geht ja auch nicht um einen Ausverkauf von irgendwelchen Produkten, die jetzt die Leute kennen. Wir reden über neue Produkte oder über ein neues Produkt. Wir haben natürlich ein paar Logos, die wir ein bisschen aufschlüsseln werden und auch können. Machen wir oder freuen wir uns auch drauf. Aber die Message ist auf jeden Fall Daumen hoch. Wir haben die nächsten Jahre
definitiv richtig viel zu tun. Bevor wir auf die nächsten Jahre gehen, habe ich mir gedacht, wir zeigen jetzt erstmal, was ist überhaupt passiert. Ja. Also die Namen, die wir jetzt, oder die Logo oder Kürzel, die wir jetzt dort sehen, OMD, Penn, die TAF-Serie und die M-Suicos, alle aus der fotografischen Schiene natürlich. Dann gibt es natürlich die Ferngläser. Die Binoculars, genau. Die Binoculars, genau. Und zusätzlich natürlich noch Voice Recorder. Ja, das sind Consumer die Audioprodukte. Und Audioprodukte, genau. Consumer und professionell haben wir ja alles Erdenkliche zum Zeigen auch. Was wir heute nicht machen, sondern für uns ist erstmal wichtig, das Ganze gab es unter dem Logo, unter dem Mantel der Firma Olympus. Richtig. Eingeführt seit Jahren, seit über 80 Jahren, haben wir den Bestandteil im Markt und jetzt ist Olympus hingegangen, hat gesagt, okay, wir verkaufen genau diesen Consumer-Bereich. Nicht für, sondern an OM Digital Solutions. Genau. Vielleicht willst du dazu kurz den Übergang erläutern. Wer ist denn jetzt bei OM Digital Solutions? Kennen wir die schon? Oder gibt es was Neues? Mache ich sehr gerne. Also es gibt natürlich nach wie vor eine Firma Olympus. Die Firma Olympus ist nach wie vor am Markt präsent und die Firma Olympus hat entschieden, dass sie sich jetzt ausschließlich auf Medizinprodukte konzentriert. Weil das macht auch den Schwerpunkt im Umsatzverhalten von Olympus aus. Und dann war halt die Frage da, was machen wir jetzt mit einer Sparte, die einen kleinen Anteil im Konzernumsatz hat. Das waren nämlich dann die Bereiche Kamera- und Audiosysteme, die jetzt bei uns unterteilt sind in Audioprodukte, Professional und Consumer. Mhm. Und da musste man halt überlegen, wo geben wir die hin? Es gab dann auch zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre die einfachste gewesen, wir hören auf damit, was ja Firmen, die jetzt nicht Olympus heißen, in der Vergangenheit auch schon mal gemacht haben. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Historie von Olympus kennt, und die Historie von Olympus ist eine sehr große und lange Historie, die ist absolut mit Kameras verknüpft. Und dann hat man gesagt, okay, wir müssen jetzt einen Weg finden, um das ganze Kamerabusiness von Olympus und auch das Audio-Business auf eine neue, gesunde Schiene zu stellen, die weiter ausgebaut werden kann. Und dann haben wir uns mit mehreren Leuten unterhalten und einer ist länger bei dem Gespräch dabei geblieben, das ist die Firma JAP, Japan Industriepartners. Das ist einer der größten Investoren in Japan. Und diese Firma ist dafür bekannt, dass sie Firmen unter ihre Fittiche nimmt und dann quasi wieder auf eine, ich sage jetzt mal, steile Spur nach oben führt. Also es wurde ich verfolge ja auch mit meinen Kollegen auch die ganzen Diskussionen im Handel, in den Foren, bei Gesprächen zwischen uns beiden. Und da war natürlich dann auch oftmals so der Name, Ausschlachtung, Resterampe, die werden jetzt abgewickelt, es wird alles verkauft und dann ist es Schluss. Nein, definitiv nicht. Japan Industriepartners ist dafür bekannt, dass sie Firmen quasi auf einen gesunden Weg zurückführt, die Kraft, die die Firma quasi in sich drin hat, nutzt, um neue Möglichkeiten zu eröffnen. Und deswegen haben wir auch unseren Namen so ein bisschen, ich sage mal, ganz geschickt gewählt. OM Digital Solutions, also OM ist klar. O steht für Olympus, M steht für Maitai, da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Mhm. Digital ist klar, wir leben hier in einer multimedialen Welt. Digitale Produkte vervollständigen unseren Tagesablauf. Und ganz wichtig ist für uns eigentlich der Begriff Solutions. Weil Solutions ist natürlich Englisch und heißt eigentlich übersetzt Lösungen. Und wir werden eigentlich in Zukunft Lösungen präsentieren, die dafür sorgen, dass wir noch schönere Fotos und natürlich auch Videos, also alles, was Multimedia beinhaltet, dem Kunden zur Verfügung stellen. Als Komplettlösung, als übergreifende Lösung im Endeffekt. Ja, jetzt kommt die Lösung dann doch nochmal rein. Gut, wichtig ist aber, der Name Olympus ist ja auf den bestehenden Produkten vorhanden. Ja. Der wird irgendwann natürlich verschwinden. Ja. Das haben wir jetzt gelernt. Das war auch angekündigt, dass wir, wie gesagt, es gibt auf der einen Seite eine Firma Olympus Medizin und es gibt jetzt eine Firma OM Digital Solutions. Das ist ein relativ langer Begriff, der natürlich auf kleinen, kompakten Produkten relativ schwer unterzubringen ist. Und deswegen haben wir gesagt, okay, brauchen wir einen Namen, der
schon eine Verbindung schafft zu dem vorhandenen Namen Olympus und der auch sieht oder zeigt, dass wir schon mit einem System in die Zukunft gehen und deswegen ist der Name auch gewählt worden, OM Systems. Perfekt. Da haben wir das Logo mit drin und lustigerweise oder wahrscheinlich sogar mit Hintergrund, dieses Logo und den Namen OM System gab es ja schon mal. Ja. Und wer also in den Geschichtsbüchern der Fotografie noch ein bisschen blättert, wird eben dann das OM-System finden mit genau diesem Logo. Ja. Lustigerweise, ich habe hier direkt über mir liegen zwei Bücher, die aus dieser Zeit sind und die haben genau dieses Logo auch mit verwendet. Perfekt im Grunde genommen. Jetzt haben wir dieses Logo, jetzt haben wir diese verschiedenen Icons da mit drin. Lass uns mal ganz kurz nur zu den Systemkamera-Thematiken kommen. Wir lassen mal Ferngläser weg, wir lassen Audiogeräte weg und nehmen nur OMD, PEN und M-Suico. Ja. Diese drei Begriffe, diese drei Marken, nennen wir sie mal, Produktlinien. Produktlinien, ganz genau. Die Marke ist OM-System oder wird die Marke sein. Genau, rutschen also im Grunde unter das OM-System. OM-System genau. Oben drüber, alles andere wird darunter gegliedert. Und wichtig ist aber, alle sind weiterhin unter dem Micro Four Thirds Standard integriert. Das ist ganz wichtig für uns. Wir haben uns jetzt committed, dass wir gesagt haben, unser System steht für Kompaktheit, unser System steht für Mobilität und das können wir gewährleisten, indem wir uns den Micro Four Thirds Standard weiterhin verschreiben, weil wir gesagt haben, dieser Standard ermöglicht es uns technisch, genau die Produkte zu bauen, die wir in unserem Mind, also in unseren Gedanken haben. Und die werden jetzt unter dem Markenbegriff OM System weitergeführt mit den bekannten Markennamen, über die wir uns gerne unterhalten. Also sprich OMD, das sind die Kameras, die quasi die Systemkameras von Olympus darstellen. Die haben ja auch eine Historie, OM. Da kann man jetzt wieder mal den Rückblick auf das OM-Logo sehen. Das ist von Herrn Maintani in den 70er Jahren quasi kreiert worden. Das war das analoge Kamerasystem, was damals schon für extreme Kompaktheit stand. Dann haben wir die Marke PEN. Auch das ist eine Erfindung von Herrn Maintani, einer der genialsten Kamerakonstrukteure der letzten Jahrzehnte, der auch in der Hall of Fame jetzt mittlerweile angekommen ist. Und der nutzte damals in den 50er, 60er Jahren das Halbformat, um einfach zu zeigen, dass man eine Spiegelreflexkamera, wie man damals noch altertümlich gesagt hat, noch kleiner zu bauen. Da hat er das Halbformat verwendet und der ist aber auch Bestandteil des OM-Systems im analogen Sektor gewesen. Und M2ICO, das sind unsere Objektive, so heißen schon seit jeher unsere Systemkamera-Objektive, ob die jetzt analog oder digital waren, das ist egal. Außer dem M. Entschuldigung, also wenn ich jetzt reingrätsche, das M kam erst später dazu. Das M steht für Micro, vielen Dank, dass du mich wieder mal unterm Tisch wieder ans Bein trittst. Ne, natürlich, das hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt. Suico steht göttliches Licht, also das Licht von Olympus, mit dem Licht arbeiten, das braucht man ja zum Fotografieren. Und M steht für Micro, sprich die Objektive sind jetzt natürlich für das Micro Four Thirds System entwickelt. Perfekt. Wichtig ist, also was mir einfach so auf der Leber, weiß ich nicht, aber es lag eben immer so, oder es ist immer so diese klassische Frage, was geht weiter, wie wird es weitergehen, wo bleibt der Name, warum gibt es jetzt ein neues System? Und deshalb muss man eben ganz klar sagen, das Logo Olympus wird es übergangsweise weiterhin geben. Ja. Es wird natürlich, vielleicht wird es erstmal kleiner oder verschwinden. Wir schauen mal, was die nächste Zeit bringt. Aber es wird auf jeden Fall alles unter dem Markennamen OM System platziert werden. Ja. Also die Produktlinien OMD, PEN, Suico werden unter dem Markennamen OM System platziert. Das heißt, in dem Moment, dass wir beispielsweise kein OM Digital Solutions auf der Kamera stehen haben, sondern ganz klar nur OM System. Ja. Und damit ist jetzt auch gut mit diesen Logos. Genau. Das reicht dann auch mit so viel Logos rechts und links und oben und unten. Wichtig war für uns erstmal nur zu sagen, wo geht der Weg hin und was passiert überhaupt. Vielleicht nochmal abschließend, also alle bekannten Produkte, die man jetzt käuflich erwerben kann, laufen weiter unter dem Namen Olympus. Also eine auch EM1 wichtig, Mark III, eine EM5, eine EM10, eine PEN, auch die M2 Icos werden weiter von
dem Namen Olympus profitieren und alle neuen Produkte, und da reden wir nachher über ein Produkt, ein neues Objektiv, das wird das erste Produkt sein, wo wirklich nicht mehr Olympus draufsteht, sondern OM System. Aber wir werden natürlich jetzt nicht eins machen, dass wir jetzt sagen, eine EM1 Mark III, die wir jetzt, was weiß ich, nächsten Monat produzieren, da steht dann OM System drauf. Nein. Da steht bei. Gibt es dann vielleicht kleine Aufkleber? Wo nein. Nein, auch nicht. Okay. Wir reden da gerade mit ein paar Zubehörherstellern, ob wir das vielleicht machen wollen. Nein, natürlich. Das darfst du jetzt nicht sagen, weil das, um Gottes Willen, nein, wird nicht passieren. Nein, wird nicht also passieren. Alle Produkte, die man jetzt kennt, die man jetzt kaufen kann, werden weiter unter dem Namen Olympus und dann halt dem Produktnamen quasi verkauft. Und neue Produkte, und da reden wir jetzt aktuell über ein neues Produkt, ein neues Objektiv, das wird unter OM System gelabelt. Also beide Marken werden erstmal gemeinsam am Markt präsent sein. Okay, das jetzt erstmal zu den Logos. Ich schaue kurz mal auf unseren Chat. Wir kriegen den Chat immer schön eingeblendet. Danke an die Regie. Die Frage von Kai Brücher stellen wir mal ganz nach hinten. Rainer Oppermann, kann man davon ausgehen, dass der Qualitätsstandard kompromisslos gehalten wird? So, Nils, jetzt. Also wir haben natürlich, es ist eine sehr ernstzunehmende Frage. Definitiv. Also was haben wir gemacht? Wir haben natürlich eine neue Firma gegründet. Wir haben das Entwicklungsteam, was vorher schon für die Kameras und Objektive zuständig war, haben wir in die neue Firma integriert. Das heißt, das haben wir komplett von Olympus übernommen. Wir haben die Fabrik in Vietnam, unsere neue Fabrik, haben wir von Olympus erworben und auch erweitert. Die ist also jetzt größer gemacht worden. Und wir haben auch den Service, der jetzt mittlerweile in Portugal sitzt. Wir hatten ja zwei Servicestellen. Wir hatten ja eine in Portugal und eine in Prag. Und da haben wir gemerkt, na gut, unsere Kameras und Objektive gehen doch relativ selten kaputt. Also lohnt es eigentlich nicht, zwei unterschiedliche Servicestätten zu haben. Ja. Also haben wir gesagt, okay, wir machen Prag erstmal zu. Die Servicestätte gibt es noch, die ist aber jetzt in Zukunft für Olympus Medizinprodukte verantwortlich. Mhm. Und wir erweitern alles in den Bereich Portugal. Und unser Investor, Japan Industriepartners, hat auch das ganze Areal gekauft. Und da kann man eigentlich auch schon sehen, dass da eine langfristige Strategie dahinter steckt, weil man kauft kein Areal, also Gebäude und Fläche, um da irgendwie einen kurzfristigen, sage ich mal, Erwerb zu gewährleisten, sondern das ist eine Strategie, die auf Jahre hinauszieht. Und da ist der Portugal jetzt angesiedelt. Um jetzt die Frage von Herrn Oppermann zu beantworten, wir halten natürlich den gewohnt hohen Qualitätsstandard aufrecht. Also hier wird nichts irgendwie gespart oder zusammengestrichen, nein. Die nächste Frage von Manning, schöne Grüße übrigens. Spannender als das Logo ist, nein, ist nicht Hartmut. Ist Hartmut. Ach so, doch, ja. Ah, ich nehme alles zurück. Spannender als das Logo ist die Frage, welche Kamerareihen wird es künftig geben? X1, 5, 10. Es ist Stand heute keine Änderung an Kameras geplant. Also wir werden weiterhin die Marke Pen haben, wir werden weiterhin die Marke OMD haben und natürlich die Zuikos, also die Objektive, da ist noch genug Platz. Und über zukünftige Produkte dürfen wir noch nicht sagen. Auch wenn es uns immer schwerfällt, aber auch hier muss ich mich heute zusammenreißen und meine Zähne zusammenbeißen. Aber Hartmut, alles bleibt, wie es ist. Genau, und wird noch besser. Und wird noch besser, genau. Das glaube ich auch. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns doch mal jetzt das neue Produkt vor. Übrigens, wie gesagt, ihr könnt natürlich eure Fragen in den Chat reinstellen und es wird die eine oder andere Frage geben, die wir vielleicht ein bisschen nach hinten schieben. Auch die eine oder andere Frage, die ich im Vorfeld schon bekommen habe, die werden wir dann im Anschluss noch beantworten. Jetzt nehmen wir uns aber natürlich auch ein Produkt vor, weil es sich jetzt sehr gut anbietet. Es gab diesen großen Countdown zum Namenswechsel. Dann gab es natürlich auch einige, die vielleicht etwas, sagen wir mal, enttäuscht waren, dass es noch kein neues Produkt gab. Das gab es dann eine Woche später. Wenn ich das aus meiner Sicht mal sagen darf, ich glaube, es war ganz bewusst so gemacht, dass man eben auch das Hauptaugenmerk auf den neuen Namen legt und das Ganze nicht verwässert mit einem neuen Produkt. Die zeitliche Nähe zum neuen Produkt war perfekt gewählt, finde ich, um eben dann auch gleich zu sagen, okay, guck mal, wir haben einen neuen Namen und jetzt gibt es auch das neue Produkt dazu. Ja, es ist natürlich immer schwer, wenn man dann solche Sachen erstmal diskutiert und auch plant, wie gehen wir vor, ja, wie machen wir das und
Natürlich weiß ich, dass diese Ankündigung von dem Event natürlich eine gewisse Erwartungshaltung geschürt hat, weil ja auch gewisse Interviews in der Vergangenheit auch eine Erwartung natürlich speziell auf Kameras gelegt haben. Ja, aber wichtig ist es für uns halt auch, den Usern ganz klar zu zeigen, dass es uns ernst ist. Ja, dass wir wirklich sagen, wir machen jetzt hier nicht mal kurz einen schnellen, eine schnelle Abwicklung, sondern wir haben eine Idee. Wir haben einen Investor, der an die Idee glaubt. Der Investor hat auch im Vorfeld, haben wir ihm ja auch unsere ganzen Ideen, die wir so die nächsten Jahre in Produkten haben wollen, vorgelegt. Mhm. Und man kennt es ja, wenn man einem neuen Chef seine Ideen vorlegt, dann sagt er erstmal, okay, das finde ich gut, das finde ich gut, oh, das geht aber gar nicht und das muss weg und das muss weg. Also Streich, 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 Kürz, Kürz, Kürz. Ne? Und das sind so Sachen, die kamen bei uns überhaupt nicht. Der hat gesagt, okay, ich sehe ein, ihr habt euch für ein System, für ein Format, Micro Four Third, habt ihr euch committed. Da sind ganz klare technische Vorteile auch, anwendungstechnische Vorteile, auch designtechnische Vorteile enthalten und macht weiter so. Und deswegen war es auch ganz wichtig, auch wie man jetzt auch diesen Event betiteln will. Ja, er war gut gemacht, es gab ein total emotionales Video, was ich halt auch persönlich sehr schön fand. Ja. Und es hat ganz klar gezeigt, wo wollen wir hin. Wir wollen eine Historie, die wir natürlich als Ex-Olympus-Angehörige haben, natürlich weiterführen. Mhm. Ja, ich meine, es wäre genauso, wenn jetzt eine bekannte Automobilreihe irgendwann sagen würde, so, diese Reihe bauen wir einfach von heute auf morgen nicht mehr. Da wäre ein Aufschrei in der Fangemeinde, die würde sagen, das geht aber gar nicht. Diese Mobilfirma ohne diese Reihe, das passt nicht zusammen. Also haben wir gesagt, okay, wir lassen auf jeden Fall das O drin, weil wir haben die Gene, die DNA von Olympus als O weitergeführt, werden wir weiterführen. Und wir nehmen die Idee, die Herrn Maitani schon in den 50er, 60er Jahren getrieben hat, dass es eigentlich bei einer Kamera immer zwei Hemmschwellen gibt. Das eine ist die technische Hemmschwelle, wo man einfach sagt, naja, das kann ich so einfach nicht bauen oder ich traue es mir nicht zu, das zu bauen. Und das andere ist die, ich sage mal, gedankliche Hemmschwelle, das geht einfach nicht. Ich will es einfach, ich wage es einfach nicht. Und er hat damals schon gesagt, okay, ich nehme genau diese beiden Punkte und nehme die vor. Mhm. Ich setze technisch andere Sachen um. Das gipfelte dann in einer Pen F, die halt eine Halbformatkamera war, wo halt der Spiegel auf einmal im Hochformat geklappt hat, nicht mehr im Querformat. Dadurch waren auch doppelt so viele Aufnahmen auf einem analogen Film auf einmal möglich. Aber man konnte damit genauso gut fotografieren, man konnte damit genauso gut Serienbilder machen. Man hat sogar doppelt so viele Bilder auf einen Kleinbildfilm bekommen. Also alles gut. War sparsam eben. War sparsam, Schwab halt, ne? Auch wenn es ein Japaner war. Und auf der anderen Seite die gedankliche Hemmschwelle, warum nicht? Das mit dem Schwab, kurze Erklärung, da wir beide aus Baden-Württemberg kommen, dürfen wir das so sagen. Ist schon ein bisschen länger her. Du kommst natürlich nicht aus dem Schwäbischen, aber das lassen wir jetzt mal dahin. Genau, das wird jetzt zu weit für. Kennt jetzt schon jeder. So, schöne Frage noch. Werden weiterhin die Kameras im Retro-Design gebaut oder wird es etwas Neues geben? Das ist eine Frage, die da verliert man nicht nur einen Finger, sondern schon zwei. Also um wie gesagt, es wird weiter Neuigkeiten im Kamera- und Objektivbereich geben und über das Design reden wir dann später. Genau. Kommen wir lieber zu der Thematik, wir haben ja ein neues Produkt. Ja. Und wir haben ein neues Produkt, das ja auch den Namen jetzt trägt, OM-System, beruht auf der Roadmap, die wir kurz mal einblenden, genau, die Roadmap, die aktualisiert wurde im September und dort findet man einige grüne, gelb-grüne Linien, die zukünftige Produkte beinhalten, aber eben auch ein rotes, das jetzt mit Update auch schon langsam in die Auslieferung kommt. Ja, Ende November geht's los. Und zwar ist es das 20mm 1,4 Pro Objektiv. Ein Objektiv, das auch eine Tradition hat im ja. Hause Olympus. Bevor wir zur Tradition kommen, vielleicht erstmal die klare Schiene. Ein 20mm mit 1,4 ist für mich persönlich zum Beispiel immer ein Objektiv, das man sehr gut in der Dämmerung einsetzen kann. Also gerade wenn es eben darum geht, kompakt alles dabei zu haben und ja, nicht mit viel Gewicht unterwegs zu sein. Jetzt habt ihr euch natürlich ein bisschen was überlegt, wo platziert ihr das? Und wenn ich mir die Kameralinie anschaue, haben wir einmal die Pen-Linie,
die EM10-Linie, EM5, EM1, EM1X ganz oben drauf und unten hängt noch die Pen-F. Da wird jetzt der Herr Brücher sicherlich schmunzeln. Wie gesagt, wir werden vielleicht noch was sagen dazu. Aber jetzt legen wir einfach mal die Objektive auf diese Kameras drauf, was ihr euch gedacht habt. Und du sagst einfach dazu, welcher Gedankengang steckt da immer dahinter? Also du hast es eben schon vorweggenommen. Wir haben hier mehrere Kameralinien, die wir auch weiterführen werden. Und wir haben jetzt hier auf der links unten stehen jetzt die F1,8 Festbrennweite. Das heißt, wir propagieren ja das kleine mobile System. Das heißt, wir können dadurch, dass wir einen Micro Four Thirds Standard verwenden, können wir die Objektive extrem kompakt bauen. Und das zeigen wir mit zum Beispiel drei Objektiven Stand heute mit 17 mm, 25 mm und 45 mm. Jetzt im Micro Four Thirds Brennweiten gesprochen, mit durchgehender Lichtstärke, sind ja keine Zooms, sind ja Festbrennweiten, Lichtstärke 1,8. Mhm. Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch gemessen an vorhandenen Systemen am Markt, zum Beispiel die klassischen Spiegelreflexsysteme. Und da war es ja früher immer so, man hat sich eine Spiegelreflexkamera gekauft und hat bestimmt auf manche Objektive etwas länger gespart. Das waren immer die Objektive mit den höheren Lichtstärken. Mhm. Da gab es dann so Lichtstärken wie 1,4 oder 1,2, meistens auch, also eigentlich immer Festbrennweiten. Und wir haben gesagt, ja, das werden wir auch machen. Wir werden also jetzt keine Brennweite oder Lichtstärke rauslassen, die jetzt im Spiegelreflexsystem vorhanden war. Also haben wir hier auch drei Festbrennweiten Stand heute anzubieten. 17 mm, 25 mm und auch 45 mm. Eigentlich genau die gleichen, die wir im unteren Level haben. Der Unterschied ist jetzt die, dass die unteren, das sind die Standardobjektive, mhm, und die oberen sind die Pro-Objektive. Da kommen wir noch zu, der Unterschied. Da kommen wir noch zu, genau. Und wir haben gesagt, okay, warum nicht in Luxus schwelgen? Wir haben natürlich alle Objektive nach wie vor im Programm. Die Standardbrennweiten bleiben drin, die Pro-Brennweiten bleiben drin. Und wir wünschen uns ein Objektiv, was eigentlich für mich so momentan mein absoluter Favorit ist, weil ich mag diese Brennweite. Ich mochte sie schon zu Analogzeiten. Und 20 mm ist ein bisschen mehr Brennweite als ein klassisches Standardobjektiv, was ja im 25 mm Bereich bei uns angesiedelt ist. Da kommen wir gleich noch zu. Oder es ist ein bisschen weniger als ein Weitwinkel. Weil wir sagen natürlich auch, ein kleines mobiles System soll ja auch klein und mobil bleiben. Das heißt, eine Kamera, im schlimmsten Fall ein Objektiv dran und dann halt auch ein Objektiv, was eine höchstmögliche Lichtstärke hat und trotzdem noch kompakt ist und auch kompakt im Preis. Da ist es. Da ist es, genau. Und um das Ganze auch mal gegenüberzustellen, wollen wir mal vielleicht die Objektive auch direkt in der Größe zeigen. Und dafür gehen wir mal auf die Kamera von oben, um zu zeigen, wir haben also hier das neue, das 20 mm Objektiv. Schön klein, kompakt. Wir haben extra mal die Sonnenblende abgeschraubt, damit man auch wirklich sieht, wie groß so ein Objektiv wirklich ist. Und jetzt nehmen wir einfach mal das 25 mm 1,8 dazu und dann sieht man eben schon, das ist ja nicht ganz die Hälfte. Oder im Vergleich dazu dann das 1,2er 25 mm und da sieht man eben, dass das Objektiv mit 1,2 ein Ticken größer, ein Ticken schwerer und natürlich auch voluminöser ist, klar, weil irgendwo muss die Lichtstärke herkommen. Lustigerweise habe ich mir im Vorfeld natürlich überlegt, mit wem wollen wir uns mal vergleichen und habe mal im Markt geschaut, ob es im Markt 1,8er, 1,4er und 1,2er Objektive in dieser Range bei Mitbewerber gibt. Ich bin nicht fündig geworden. Nee. Also es gibt, zumindest habe ich keinen gefunden, es gibt keinen, der aktuell so eine Bandbreite von lichtstarken Festbrennweiten anbietet. Ist richtig. Oder habe ich falsch gesucht? Nein, gibt es auch nicht. Und das ist auch die Intention, die wir eigentlich dahinter vermuten, dass wir einfach sagen, so, der Kunde soll entscheiden. Mhm. Der Kunde soll entscheiden, ich möchte es möglichst kompakt, dann haben wir hier die, sagen wir mal, 1,8er Serie oder ich bin Available Light Fotograf, ich muss auf jeden Fall Lichtstärke haben, sehr gerne, haben wir hier die 1,2er Serie oder das gesunde Mittelmaß, wobei jetzt Mittelmaß absolut positiv zu sehen ist, weil wir machen hier keinerlei Abstriche an der Qualität. Das ist ein Pro-Objektiv, das ist das neue superkompakte 20 mm. Genau. Im Grunde eine wunderbare Linie. Und was ich so gut finde, ist, dass ihr jetzt nicht noch ein 25er gemacht habt, sondern
extra etwas auch dazwischen, weil manchmal ist es wirklich so, dass das 17er ein Tick zu breit ist und das 25er schon ein bisschen zu schmal ist. Genau. Deshalb finde ich es ja wirklich perfekt, dass man mit einem 20 mm genau diesen Mittelweg nochmal gehen kann und zeigen kann, was passiert eigentlich, wenn ich mit so einem schönen, kleinen, kompakten Objektiv unterwegs bin. Und ich habe dieses Objektiv jetzt vor ein paar Tagen bekommen, bin natürlich gleich losgezogen. Und für mich, ich komme ja nur noch in Dunkelheit raus. Wie wir alle. Wie wir alle, genau. Und habe natürlich dann so ein bisschen blaue Stunde erwischt mit einer etwas längeren Verschlusszeit. Der Stabilisator sei Dank, kann man das ja auch ohne Probleme machen. Und habe eben hier mit der niedrigen ISO-Zahl eben auch gleich die Lichtstimmung ganz gut mit aufnehmen können. Bin jetzt hier nicht auf absolute Lichtstärke gegangen, ne? Blende 3,2, sondern würde ich auf mal ein bisschen abgeblendet, dass eben von vorn bis hin oder dass eben ein Großteil auch scharf ist. Nicht nur ein kleiner Bereich. Aber für mich ist dieses Objektiv wirklich eben eins, wo man bei schlechten Lichtverhältnissen, bei Dämmerung perfekt ausgestattet ist und trotzdem mit sehr, sehr kurzen Verschlusszeiten arbeiten kann, obwohl ich dann noch in einer niedrigen ISO-Zahl bin. Also ISO 200, das ist hier der Grunewald, der Wannsee, nicht Grunewaldsee, der Wannsee. Wer also in Berlin mal unterwegs ist, der wird diese Blickachse kennen und habe eben hier bei diesem Sonnenuntergang noch eine 3200 Sekunde gehabt mit offener Blende. Und das finde ich eben eine wunderbare Kombination, weil wir eben ein Objektiv haben, das sehr klein, sehr kompakt und sehr leicht ist. Und das in einer hervorragenden Qualität. Also wie gesagt, das Objektiv ist in der Pro-Reihe angesiedelt. Das ist wie alle Objektive von uns auf offene Blende gerechnet. Also wir haben hier keinerlei Kompromisse eingehen müssen in der Konstruktion. Wir können die Blende 1,4 natürlich verwenden. Dann, du hast es eben sehr schön gesagt bei deinen Bildern, du kannst mit 200 ISO natürlich arbeiten im Dämmerlicht. Und wir haben ja bei Olympus nach wie vor das harmonischste Bildstabilisationssystem am Markt. Die Platzierung Nummer 1, die lassen wir uns auch schlecht nehmen. Da werden wir auch mit Sicherheit weitere Verbesserungen bekommen langfristig. Ja, und das passt einfach zusammen. Und man kann das Ding wirklich draußen einsetzen. Und darum geht es ja eigentlich auch. Man geht raus, man geht fotografieren, man sieht spontan ein schönes Motiv und macht ein Bild. Und der Vorteil ist eben, dass ich in diesem kleinen, kompakten System die Kamera immer dabei habe. Also da brauche ich, glaube ich, niemandem etwas Neues erzählen. Die Frage ist eher, warum sieht OM-System, ich rede jetzt mal wirklich nur von OM-System und nicht mehr von OM Digital Solutions oder Olympus, sondern OM-System sieht da drin ein Standardobjektiv. Warum? Warum? Weil Standardobjektive eigentlich in der Historie, und wir arbeiten ja auch sehr gerne mit der Historie, eine feste Bandbreite darstellen. Und das Standardobjektiv kommt ja so ein bisschen vom menschlichen Blickwinkel, der ja physikalisch definiert ist mit 50 bis 60 Grad. Und das gilt für uns alle. Ja, und da waren halt immer so, wenn man sich so die klassischen Spiegelreflexkamerasysteme anguckt, da gab es immer ein 50 mm Objektiv, jetzt mal auf das Kleinbildformat gerechnet, da gab es immer ein 50 mm Objektiv. Bei uns 25. Bei uns 25, bei uns, wir haben ja schon immer gesagt, bei uns braucht man keinen Taschenrechner, einfach Brennweite halbieren, ist man bei der Micro Four Third Brennweite und alles, was unter 25 mm angesiedelt ist, ist halt schon im Bereich Weitwinkel. Und alles, was über 25 mm kommt, ist dann schon im Bereich leichtes Tele anzusiedeln. Es gibt ja so die Traumkombination von einem bekannten Fotografen aus Frankreich, der mit drei Objektiven losgegangen ist. 35 mm Kleinbild, 50 mm Kleinbild, 90 mm Kleinbild. Super kompakt in einer Messsucherkamera-Ausrüstung. Namen nenne ich jetzt nicht. Peter weiß, was ich meine. Peter schaut zu. Und diese Idee wird auch hier wieder quasi weitergeführt. Ein unheimlich interessanter Bereich und deswegen war es eigentlich auch ganz klug von Olympus, auch jetzt schon in den 80er Jahren ein Objektiv zu bauen. Es gab ja so ein Objektiv ja schon mal, das 20 mm OM Objektiv analog Lichtstärke 2,0. Das war auch ein extrem kleines, kompaktes Objektiv. Hast du sogar dabei? Komm mal gleich drauf. Ich bremse dich mal kurz aus. Ich will nur ganz kurz auf den Bildwinkel nochmal eingehen. Wir haben klassischerweise immer gesagt, dass das 50 mm den Bildwinkel des menschlichen Auges darstellt. Da aber nicht jedes Auge gleich justiert ist, gibt es hier natürlich auch eine gewisse Toleranz und man spricht im Grunde genommen von 50 bis 60 Grad Bildwinkel von einem Auge.
Das heißt, wenn wir jetzt mal das 25 mm gegenüber dem 20 mm vergleichen, sehen wir eben, dass wir 57 Grad zu 47 Grad Bildwinkel haben. Und das heißt für mich, das 20 mm hat eher den natürlicheren Blickwinkel eines Auges. Ja, absolut. Und das ist im Grunde die interessantere Geschichte, um eben ein klassisches Sichtfeld aus dem menschlichen Auge dann daraus zu generieren. Du hast, weil du es gerade angesprochen hast, beziehungsweise zwei Schätzchen mal mitgebracht. Und die wollen wir natürlich auch zeigen, damit man einfach mal erleben kann, dass Olympus, jetzt nehme ich es doch nochmal. Ja, dürfen wir auch. Ist ja Olympus ist ja okay. schon vor vielen, vielen Jahren Objektive gebaut haben, die genau mit diesen Brennweiten auch agiert haben. Und wir können das ja mal kurz vergleichen mit dem 20 mm, was wir jetzt haben. Und gehen einmal nochmal nach oben. Gehen wir nochmal nach oben, genau. Und jetzt sehen wir gleich, dass die Umschaltung jetzt gerade nicht funktioniert. Das Kabel muss noch frisch gezogen werden. Jetzt, so, jetzt haben wir hier, wie gesagt, das 20 mm 1,4, das neue digitale Objektiv. Und hier haben wir das absolut super kompakte 20 mm Blende 2,0 OM zu ICO Analog Objektiv. Und ich habe im Vorfeld natürlich im Forum ganz lange gelesen und dann hieß es dann, warum ist das Objektiv, was ja als neues Objektiv mit neuester Technologie versehen ist, immer noch relativ groß im Vergleich zu diesem kleinen Schätzchen. Ja. Nur da muss man fairerweise sagen, wir wollen natürlich eins erreichen, wir wollen natürlich bei allen Objektiven die höchstmögliche Bildqualität erzielen und da ist ein digitaler Sensor weitaus empfindlicher als jetzt ein analoger Film. Definitiv. Deswegen müssen wir bei den ganzen Digitalobjektiven, die wir so am Markt haben, im System haben, den höchstmöglichen Aufwand betreiben. Wir haben also hier 11 Linsen in 10 Gruppen verbaut. Also wir haben hier quasi alles an Linsensystemen verwendet, was unser Linsenbaukasten, wenn wir jetzt mal die Revell-Namensgebung nehmen wollen, haben. Und, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr alles einbauen musstet, damit es weggeht? Nein. Gut. Wir haben hier wirklich alle Linsen genommen, die wir brauchen, um eine höchstmögliche Bildqualität zu erzielen. Und deswegen ist es halt ein kleines bisschen größer geworden als ein analoges Objektiv. Aber das ist einfach physikalisch und technisch bedingt. Dazu kommt natürlich, was man auch ganz klar herausstellen muss, dass man eben mit offener Blende schon volle Schärfeleistung hat, was bei den Analogen nicht immer gegeben war. Ja. War immer ganz schwierig. Also es gab ja früher so den wohlgemeinten Spruch an der Ladentheke, kaufen Sie sich ein lichtstarkes Objektiv und wenn Sie richtig gute Bilder machen wollen, blenden Sie 2 Stufen ab. Also haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen natürlich die Blende, die wir auch an der Kasse bezahlen. Das wäre nämlich dann auch die Renommierblende oder die Arbeitsblende. Es ist hier die Blende 1,4 und Blende 1,4 ist auch die Blende, die wir beim Fotografieren verwenden können. Gut, du hast aber noch ein Schätzchen mitgebracht, habe ich gesehen. Ja, ich kann es ja noch kleiner. Und jetzt habe ich hier eine absolute Rarität dabei. Das ist ein... Das ist doch meins. Nein, das ist nicht deins, auch wenn du mich noch dreimal fragst. Das ist immer noch mein Objektiv. Und das ist ein 38 mm Lichtstärke 2,8 aus der Pen-F-Reihe. Das zeigen wir auch nochmal von oben. Also das ist jetzt wirklich... das ist jetzt wirklich klein. Vielleicht gucken, genau, die Dicke... So. Ja, Wahnsinn, so, oder? Ja. Auch ein mehrlinsiges Objektiv, super kompakt, super, super leicht, aber auch hier voll Metall und mit richtigen Glaslinsen, also ist ein wirkliches Schätzchen, ist auch auf dem Gebrauchtmarkt eigentlich so gut wie nie zu bekommen. Deswegen freue ich mich auch, dass ich eins habe. Und es zeigt aber auch die Grundidee, die Herr Maitani damals schon hatte, dass nämlich die Kamera-Objektiv-Kombination so klein und homogen wie möglich sein sollte. Super kompakt, so dass man sie immer dabei haben kann. Ja. Und trotzdem relativ lichtstark, Blende 2,8, ja. Also auch hier. Und deswegen haben wir hier so eine schöne kleine Ahnengalerie, die Freude macht. Ja, die sich auch gut fortsetzt. Also da ist ja noch Platten. Nein. So, da kommt natürlich dann schon die Frage, ob es ein festes Versanddatum fürs 20 mm gibt. Wollen wir da kurz drauf eingehen? Ja, also Stand heute planen wir die letzte Novemberwoche für die Erstauslieferung. Das ist Stand heute der Informationsstand, den ich habe. Wobei es schon sehr gute Vorverkäufe gibt. Da will ich jetzt nicht großartig drauf eingehen, aber es wurde schon sehr, sehr gut vorbestellt. Und ich persönlich
muss zu meiner Schande gestehen, dass ich beim 20mm erst dachte, okay, lass es erstmal kommen, ob es überhaupt für dich was ist, also für mich was ist. Ich spreche gerne in der dritten Person von mir, nein. Und habe dieses Objektiv bekommen und wie gesagt, bin dieses eine Bild, dieses Dämmerungsbild, ist wirklich das allererste Bild, was ich damit auch gemacht habe, weil es sich genau dafür angeboten hat. Also ein perfektes System, um klein und kompakt zu bleiben. Ich hatte es auf der EM 1X drauf. Im Nachhinein denke ich, ist es fast sogar perfekter für die EM5-Serie, um eben dann auch in diesem im gesamten Baukasten zu bleiben, auch schön klein und kompakt transportabel zu bleiben. Wobei man dieses Objektiv auf der 10er genauso verwenden kann wie auf einer 1er oder 1X. Das passt auf jede OM-System, Systemkamera natürlich drauf. Und mir wird ja manchmal auch ein bisschen vorgeworfen, dass ich immer zu positiv über die Produkte rede. Ja, aber ich habe es kommen sehen, also ich habe es damals kommen sehen bei dem 150-400, dass das ein Objektiv sein wird, was Lieferfristen generieren kann. Mhm. Und es ist auch so, wir haben immer noch monatelang Lieferschwierigkeiten. Und auch da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Nee, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber auch das hier, die Brennweite 20 mm, ich mag die Brennweite einfach. Ja, definitiv. Ja, und früher hat man auch immer gesagt, wenn jemand in einen Fotokurs gegangen ist, lernen sie erstmal sehen. Ja. Ich meine, es gibt ja das Problem, man hat ein Weitwinkelobjektiv, man macht den Fehler, dass man bei Weitwinkel immer zu viel drauf hat und keinen Vordergrund hat. Das heißt, das Bild läuft irgendwie ins Leere und es ist langweilig. Ja, genauso ist es schwieriger mit dem Teleobjektiv so genau die perfekte Stimmung einzufangen. Und deswegen mochte ich halt die Brennweite 40 mm, sprich 20 mm dann bei Micro Four Third, immer ganz gut, weil sie ist nah am Augenbildwinkel. Mhm. Trotzdem noch einen kleinen Tick mehr. Und wir haben ja auch eine Vorgabe, wo unser System eingesetzt werden soll. Wir wollen natürlich Landschaftsfotografen bedienen, wir wollen natürlich Porträtfotografen bedienen, wir wollen natürlich auch die Sport- und Tierfotografen bedienen. Gut, jetzt reden wir über Teleobjektive. Aber das ist natürlich ein Objektiv, wie du vorhin schon gesagt hast, das habe ich einfach drauf. Das kommt aufs Tier drauf an. Das kommt aufs Tier drauf an. Es laufen auch Tiere nachts durch eine Straße. Also auch hier kann ich mal einen Hund abends aufnehmen. Und, ne, also es laufen auch Tiere nachts durch die Straße? Ja, natürlich. Was in Hamburg alles so passiert, ist nicht schon der Wahnsinn. Nicht nur in Hamburg, auch in Berlin. Wenn ich nachher ins Hotel gehe, bin ich gespannt, was mir da alles wieder vor die Linse läuft. Lass mal kurz eine ganz ketzerische Frage stellen. Ja. Ich bin jetzt Fotograf und habe schon die 1,8er oder die 1,2er in meinem Petto. Oder vielleicht sogar beide. Muss ich denn das 1,4er noch kaufen? Sollte ich es noch kaufen? Muss ich es? Brauche ich es? Will ich es? Also auf jeden Fall, natürlich musst du, weil jemand muss ja auch mein Gehalt bezahlen. Und B, ja, man sollte es kaufen, weil die Objektive unterscheiden sich natürlich nicht nur in der Lichtstärke, 1,8 oder auch 1,2, jetzt natürlich neu 1,4, sondern auch im, da gibt es ein komisches Wort, das nennt sich, glaube ich, Bokeh. Kommen wir nachher zu. Also auch in der Abbildung der Schärfe, Unschärfe hinter oder vor dem Hauptmotiv. Mhm. Meistens hinter dem Hauptmotiv. Und da hat es auch so ein paar Besonderheiten. Aber da reden wir ja gleich. Da reden wir gleich nur drüber, genau. Aber wichtig ist, ich bin eigentlich auch jemand, der dann sagt, lass lieber dieses Objektiv noch mit in die Tasche nehmen, weil wir mit einer ganz anderen Anwendung damit arbeiten können. Ja. Sei es jetzt kompakt, sei es, weil wir eine ganz andere Abbildung bekommen durch die Hintergrundunschärfe, aber eben auch mit der anderen Brennweite ganz gut zu arbeiten sind. Also ich habe beispielsweise mit dem 17 mm, das ist so für mich, das 17-1-8er, ist so eine schöne Street-Kombination. Ja. Hatte das auf der Pen F, der Herr Brüchel lacht wahrscheinlich jetzt gleich schon wieder, immer gut drauf. Und habe jetzt mit dem 20 mm eigentlich ein schönes Pendant gefunden für die 5er-Serie. Also kann eigentlich mit der auch genau in dem Bereich, im Street-Bereich ganz gut arbeiten und habe eben einen Vorteil, noch ein Tick lichtstärkeres Objektiv zur Verfügung. Deshalb von mir auf jeden Fall ein Ja, wenn ich die 1,8er oder 1,2er oder alle habe, dann passt das 1,4er auf jeden Fall noch mit rein. Ja, und das Objektiv kommt ja mit Sicherheit langfristig auch in unser Test- und Wow-Programm. Das heißt, wenn man schon Objektive der ähnlichen Brennweite hat, einfach mal im Test- und Wow-Programm ausprobieren und dann seine eigene Meinung bilden. Test- und Wow ist natürlich eine schöne, schöne Frage, die im Vorfeld auch nochmal gestellt wurde. Wird Test- und Wow weitergehen nach der Namensänderung? Definitiv. Und wenn es weitergeht, wenn du jetzt gleich sagst, ja, definitiv, wann kommen die neuen Produkte mal rein? Du bist bekannt für deine fiesen Fragen. Die Produkte kommen dann rein, wenn wir sie auch liefern können.
Also wir werden natürlich erstmal die Produkte in den Vorbestellungen abarbeiten müssen und wollen und dürfen. Ja. Ja, und wenn wir dann Objektive und Kameras verfügbar haben, also frei ab Lager verfügbar, dann können wir auch darüber nachdenken, diese ins Test- und Bauprogramm aufzunehmen. Wenn jetzt jemand das Test- und Bauprogramm noch nicht kennt, einmal kurz den Ablauf. Was beinhaltet Test und Bau? Test und Bau beinhaltet, man geht zu seinem Händler seines Vertrauens, führt ein nettes, formelles Gespräch, interessiert sich für ein oder zwei Produkte von uns, steht meistens Olympus, stand heute noch Olympus drauf, und dann kann man so für 2-3 Tage das Produkt kostenlos ausleihen. Weil wir werden immer gefragt, wie gut ist denn das Objektiv, wie gut ist denn die Kamera? Und wir sagen natürlich, ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Wir beide arbeiten schon sehr lange zusammen und wir haben uns immer geweigert, bei unseren Schulungen vorgefertigte Musterbilder zu zeigen. Ja. Weil wenn wir gesagt haben, Musterbilder sind zwar schön, aber niemand weiß, wie diese Bilder entstanden sind. Und da können wir dann auch mit Bildbearbeitung arbeiten oder könnten wir mit Bildbearbeitung arbeiten. Man könnte auch mit anderen Formaten arbeiten. Kann also, ich nicht, aber gut. Ne, du nicht, aber ich auch nicht. Also auf jeden Fall haben wir gesagt, nein, entscheidend für den Kunden ist es das Bild, was er selber macht. Und dann sagen wir, nehmen Sie das Objektiv mit, fotografieren Sie Ihre Motive, drehen Sie Ihr Video damit, generieren Sie Ihren Eindruck und entscheiden Sie selbst, wie das Produkt auf Sie wirkt. Und dafür steht Test und Bau. Test und Bau ist aber auch auf der Webseite ersichtlich. Alle Informationen, die gebraucht werden, sind auf der Webseite ersichtlich und der Handel ist informiert. Und wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, noch ist es nicht Bestandteil vom Test und Bau, aber ich bin ziemlich sicher, wenn die erste Verkaufswelle durch ist und wir dann in der Lage sind, Objektive freier zu liefern, dann werden wir auch Test und Bau damit ausstatten. Genau, also immer erst, wenn die erste Nachfrage befriedigt ist im Grunde, dann kommt es in Test und Bau mit rein. Gut, sehr gut. Also, läuft weiter. Das ist immer noch meins. Das, ne? Schauen wir mal. Der Abend ist noch lang. Wir haben natürlich mit den Objektiven auch vorher ganz kurz das Wörtchen Pro in den Raum geworfen. Vielleicht wollen wir ganz kurz auf dieses noch mit eingehen. Was bedeutet denn Pro-Version bei den Objektiven? Also Pro bedeutet auf jeden Fall immer höchstmögliche Bildqualität, wobei das eigentlich für alle Olympus-Objektive spricht. Dann Pro-Objektive sind definitiv immer Staub- und Spritzwasser geschützt, werden normalerweise immer mit einer Gegenlichtblende ausgeliefert, wieder natürlich auch dieses Objektiv jetzt, sofern es physikalisch überhaupt möglich ist. Also bei einem 8mm Pro haben wir natürlich keine Gegenlichtblende drin, weil da reden wir von einem Fischaugenobjektiv, da ist eine Gegenlichtblende eher fehl am Platz. Ja, ist ja ein bisschen was rangeschraubt, im Grunde. Nicht geschraubt, sondern rangeschweißt. Rangeschweißt, ne? Und Pro-Objektive haben normalerweise immer Metallgehäuse. Okay, das so als kleiner Ausflug in Pro- oder Standardobjektive. Wenn es ein Zoom-Objektiv ist im Pro-Bereich, ist es normalerweise auch immer mit einer festen Lichtstärke ausgestattet. Es gibt einen kleinen Ausreißer. Nee, gibt es gar nicht. Nee, Blödsinn. Ist natürlich auch mit. Wir spulen zurück. Wir mit schneiden festen jetzt die Szene nochmal und drehen es dann nochmal neu. Genau. Gut, wenn wir mal vergleichen wollen, wenn wir auf das 20mm nochmal eingehen und im Vergleich zu dem 17 oder dem 25mm gehen, dann ist es ja mal ganz sinnvoll, auch mal einen Vergleich zu haben vom selben Standpunkt aus. Was bekomme ich mehr oder weniger hier mit drauf? Das ist die Gerichtslaube im Park Babelsberg. Warst du bestimmt noch nie. Nee. Wunderschön, müssen wir mal hingehen. Kann man sehr, sehr schön spazieren gehen. Und, du nimmst mich ja nie mit. Nein, ich nehme dich nicht mit. Das hat Gründe. Aber da können wir auf jeden Fall mal hin. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Blick über die Wälder bzw. über Seen bis rein nach Potsdam. Und das hat sich eigentlich angeboten, um vom selben Standpunkt auch mit allen drei Objektiven mal das Bild zu machen. Und da sieht man eben, dass der Unterschied von der Entfernung her, glaube ich, zwischen 20 und 25 mm schon auch sichtbar ist. Zwischen dem 17er und dem 20er auch, ein ganz großer sogar. Für mich aber eigentlich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass eben der 17er manchmal wirklich ein Tick schon zu breit ist. Ist halt klassisch Weitwinkel, ne? Klassisch eher ein Weitwinkel, genau. Und das 20er jetzt eben würde ich so eine eher natürlichere Anmutung anbietet. Ja. Und deshalb finde ich es eben ganz wichtig, dass man diesen direkten Vergleich auch mal zeigt. Gut, das haben wir schon besprochen, dass die Objektive Staub, Spritzwasser und frostsicher sind. Frostsicher bis? -10 Grad. Also auch wenn es richtig frisch wird.
und wir eben gegen Regen, gegen Schneeregen, gegen alles Mögliche, was feucht ist, auch gut abgedichtet sind. Ja, und da ist ja unser Paradebeispiel immer noch die EM1X. Das ist eigentlich unsere Hardcore-Kamera, die halt einfach alles ab kann. Und da passt das Objektiv als Pro-Brennweite natürlich auch wie die deutsche Faust aufs Auge. Perfekt, genau. Der Punkt ist natürlich, dass wir bei den Pro-Objektiven dann im Grunde genommen auch so die Abdichtung drin haben, dass wenn beispielsweise ein Funktionsknopf oder ein sogenannter Manuellfokus-Klatsch unterlegt ist, auch abgedichtet ist. Den finden wir jetzt im 20 mm nicht, lieber Nein, Nils. Den finden Warum? Wir auch beim 12 bis 45 mm Zoom nicht, was ja auch ein Pro-Objektiv ist. Weil wir halt gesagt haben, unsere Aussage gilt nach wie vor für kompakt und leicht. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen ein Objektiv bauen, was eine möglichst hohe Lichtstärke hat, Blende 1,4, was eine sehr interessante Brennweite hat, 20 mm, und trotzdem noch so kompakt und leicht wie möglich ist, weil hier gab es natürlich auch einen, gib mir das 25 mm, 1,8 nochmal her. Aber sehr gern. Ne? Was ja eigentlich auch ein super Paradebeispiel für eine extrem kompakte Brennweite ist. Das ist natürlich kein Pro-Objektiv. Das heißt, das ist nicht Staub- und Spritzwasser geschützt, ist auch minus 10 schon irgendwo abgedichtet, aber halt steht nicht im Datenblatt drin. Und da haben wir entschieden, okay, wir lassen diese beiden Funktionalitäten, sprich Fokusklatsch und Funktionstaste, bei dem Objektiv jetzt einfach mal weg, führen es aber trotzdem in die Pro-Kategorie ein. Einfach nur aus Gewichts- und auch aus Preisgründen. Und wahrscheinlich auch Größe. Ja, Größe weil, war weil so ein Klatsch klar. Und ein Funktionsknopf braucht natürlich Platz. Und dementsprechend hätte das Objektiv natürlich auch einen Ticken größer. Da muss mehr Elektronik integriert werden, speziell bei der Funktionstaste. Der Klatsch braucht, wie du es richtig sagst, richtig Platz und hätte die ganze Optik größer gemacht. Und da wäre es ja doch sehr nah doch am 1,2er Objektiv gewesen. Und das wollten wir vermeiden. Genau, deshalb finde ich es eigentlich auch ganz, ganz gut, dass ihr genau diese Schnittmenge im Grunde genommen macht. Wir haben die Standard, jetzt die Pro ohne Klatsch oder ohne Funktionsknopf und eben die Pro-Reihe mit Klatsch und Funktionsknopf. Und dann habe ich eben als Fotograf die große Auswahl und kann mir das perfekte Objektiv für mich heraussuchen. Es gibt ja so ein schönes Wort, variell. Ne? Man kann wirklich als Fotograf variell dann entscheiden, was nehme ich jetzt eigentlich in meine Tasche. Weil es gibt ja auch oft die Frage, die wird uns ja auch sehr häufig gestellt, welche Fototasche kauft ihr euch? Das sagen wir immer, das ist so wie bei einer Handtasche. Eine Handtasche ist immer zu klein oder definitiv zu groß. Ich habe keine Handtasche, aber wenn du das sagst. Ja, also meine Frau hat auf jeden Fall Handtaschen ohne Ende. Und eine Handtasche. Schöne Grüße nach Hamburg. Eine Handtasche, da passt immer entweder zu wenig oder zu viel rein. Und genauso ist es bei einer Fototasche. Was will man jetzt? Will man jetzt sagen, man geht nur mal vom Parkplatz kurz in den Wald und macht ein paar Fotos, da reicht natürlich eine kleine Tasche. Ja. Wenn ich aber sage, ich bin jetzt den ganzen Tag unterwegs, dann ist ja in der Fototasche auch noch ein paar andere Sachen drin. Mittlerweile ist es natürlich die Wasserflasche, ein Smartphone, ein Tablet, ein Mini-Stativ. Das sind tausend Sachen, die man noch reinpacken kann. Stativ weniger, aber Stativ weniger, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, definitiv. Ne? Und so ist es halt auch hier. Ja? Brauche ich die möglichst ultra-kompakte Ausrüstung, dann kommt das 1,825 mit. Brauche ich vielleicht ein bisschen mehr. Bin ich vielleicht abends in der Dämmerung unterwegs, dann kommt natürlich das 1,4er Objektiv. Oder bin ich jetzt wirklich der Clubgänger, dann sage ich so, komm, jetzt hier Butter bei die Fische, jetzt nehmen wir den 1,2er Kollegen mit. Der Clubgänger, der die Kamera mit, na gut, das lassen wir jetzt mal lieber dahingestellt. Für mich, wie gesagt, war das 20er gleich so ein Highlight, um einfach auszuprobieren, was für eine Abbildungsqualität, was für ein Bildwinkel kann ich einsetzen bei der Streetfotografie in der Dämmerung. Und da war ich eben im holländischen Viertel noch ein bisschen unterwegs, in Potsdam. Bietet sich immer ganz gut an, um auch mal so ein paar Detailschärfepunkte herauszufinden. Wie scharf ist es bis in die Ecken? Gibt es irgendeine Verzeichnung oder Sonstiges? Das kann man eben anhand der wunderbaren Gemäuer perfekt simulieren und ausprobieren. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass gerade diese Street-Nummer bei dem Objektiv eigentlich perfekt passt. Wir haben ja die Ankündigung gehabt mit nur Wald, das Objektiv im Wald mit sehr, sehr schönen Bildern. Schöne Grüße an Rania, die da perfekte Bilder auch gemacht hat. Aber das Objektiv muss nicht nur in den Wald. Das kann auch in die Straße, das kann in die Stadt, das kann ins Dorf, das kann überall hin. Man kann es auch mit zum Essen nehmen, wie du hier sehr schön demonstrierst. Man kann es auch mit zum Essen nehmen, genau richtig.
Oder wenn ich eben wirklich in der Dunkelheit schon unterwegs bin und habe hier das Lilienthal-Denkmal in Berlin. Das kennen auch nicht allzu viele. Ich bin auch nur durch Zufall darauf gestoßen. Lief an diesem Denkmal vorbei und in dem Moment ist direkt darüber ein Flugzeug unterwegs gewesen. Passte natürlich perfekt. Das ist keine Lichtmalerei, sondern wirklich mit einem Schuss erwischt worden. Ein sogenannter Schnappschuss, ja. Aber ich musste zweimal schießen, damit der Strahl auch wirklich aus dem Kopf kommt. Alles gut. Seid ihr verziehen. Sehr gut. Poh, Gott sei Dank. So, aber ich war auch im Wald. Und im Wald muss man ganz ehrlich sagen, mit einem Tag, der sehr trübe war. Der war ein bisschen von den Lichtverhältnissen nicht so wirklich prickelnd. Aber zum Glück haben wir ja bei den Kameras den Artfilter mit eingebaut. Und mit dem Pop-Art-Filter knallten natürlich die Farben perfekt hier raus. Und das muss man natürlich ganz klar sagen. Wenn ich unterwegs bin, versuche ich schon auch alle Möglichkeiten, die mir die Kamera bietet, dann auch wirklich einzusetzen und auszuprobieren, was passiert, wenn ich die Sonderfunktion einsetze. Und da gibt es ja auch die ein oder andere Sonderfunktion bei den OMD-Kameras. Klassische Frage, lieber Nils. Was kann ich alles für Sonderfunktionen mit dem 20 mm aktivieren? Eigentlich alle. Eigentlich kannst du mit dem 20 mm Objektiv, ohne dass du irgendwelche Firmware-Updates in der Kamera vornehmen musst, aktivieren. Und also die Artfilter funktionieren natürlich, dann die High-Resolution-Funktion, die hochauflösende Aufnahme, da kommst du mit Sicherheit gleich. Da komme ich noch zu. Ja. Die funktioniert, Live Composite funktioniert, Live ND funktioniert. Also es gibt keinerlei Sachen, die ausgeklemmt sind und ausgegraut sind, bis auf eine Sache. Das Objektiv ist Stand heute, muss man fairerweise sagen, nicht für das Focus Stacking vorgesehen. Focus Stacking ist ja auch eine Funktionalität, die einige von unseren höherwertigen Kameras oder höherpreisigen Kameras bieten. Die erweiterte Nahaufnahme, dass man einfach einen größeren Schärfebereich hat. Und da gibt es einige Objektive, die diese Focus-Stacking-Funktion von Haus aus unterstützen. Mhm. Oder wir haben ein Firmware-Update gemacht, dass dann die Objektive dafür kompatibel sind. Stand heute gehört das 20mm-Objektiv noch nicht dazu. Aber wie gesagt, wir gucken mal, wie die Nachfrage so weltweit ist nach dieser Funktion, ob es zwingend notwendig ist, dass Focus-Stacking hier implementiert werden muss. Und da werden wir mit unserem Entwicklungszentrum in Tokio sprechen und dann gucken wir mal, was geht. Bei dem Focus Stacking muss man natürlich auch fairerweise zusagen, dass es ja auch einen Umweg geben kann, indem ich über Focus Bracketing gehe. Ja. Und Focus Bracketing können alle Kameras, also nicht nur die 1er und die 5er, sondern eben auch die 10er Serie. Und ich kann dann mit der Focus Bracketing Funktion dann über den Computer die Bilder mit zusammenrechnen. Mit der passenden Software. Genau, mit der passenden Software, korrekt. Genau. Ansonsten, alle anderen Sonderfunktionen wie Live-ND, High-Res-Shot, Pro-Capture, was haben wir denn noch alles mit drin? Oh Gott, also Art-Filter natürlich. Art-Filter, genau. Die ganzen Live-Geschichten, Live-Time, Live-Composite, kann ich alle aktivieren. Ja. Und dementsprechend gibt es da also gar keine Einschränkung. Bei dem Firmware-Update, weil du gerade eben sagtest, es könnte sein, dass, gab es im Chat eine Frage, ob es beim Support und dem Update-System so bleibt. Stand heute ja. Das heißt, wenn es eine Änderung gibt, wenn ob das jetzt eine andere Funktion ist oder eine bessere Ansprechbarkeit von anderen Produkten. Oder eine Verbesserung von bestehenden Funktionen, dann wir entwickeln da weiter darauf hin. Mhm. Ich kann jetzt heute nicht sagen, ja, für die Kamera wird es was geben, für die Kamera wird es nichts mehr geben. Das steht heute noch nicht fest. Wir schauen natürlich das ganze Portfolio an und wenn wir Verbesserungsmöglichkeiten finden, dann werden wir die per Update zur Verfügung stellen. Aber es ist momentan nichts. Wichtig ist aber auch zu sagen, die alten Produkte und die alten Updates werden natürlich weiterhin gepflegt. Also ja. Ich kann die auch weiterhin wenn ich jetzt vergessen habe, meine EM10 oder EM1 oder EM5 abzudaten, ich kann die weiterhin natürlich updaten. Ihr habt den Server nicht abgeschaltet. Nein. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ein Update zur Verfügung, also für die passende Kamera zur Verfügung steht, kann man das weiterhin machen. Auch unter der neuen Firmenkonstellation. Gut, das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz in den Chat zum Thema Updates. Fühlt sich OM-System noch mit den Updates zur 1X verbunden? Die 1X wurde ja seinerzeit gerade mit dieser Update-Fähigkeit vermarktet. Nach wie vor. Es ist momentan kein Update
angekündigt, aber wir gucken natürlich, was technologisch geht und wenn es da Möglichkeiten gibt, werden wir die auch bereitstellen. Perfekt. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Ablauf von dem Firmware-Update. Gibt es etwas, worauf ich achten sollte, wer es noch nicht getan hat? Auf jeden Fall bitte den Akku voll laden, dann die Kamera halt mit dem Rechner verbinden, dann dem Prozedere auf dem Bildschirm folgen. Da gibt es mehrere Pop-up-Fenster, die ja genau sagen, was man jetzt machen soll und was man tunlichst nicht machen soll. Und die Betonung liegt auf wirklich nicht machen soll. Man soll also, bevor irgendwelche OK-Zeichen auf dem Display im Monitor des Rechners oder auch im Monitor der Kamera auftauchen, soll man bitte die Kamera nicht anfassen. Also nicht vorher, weil man denkt, oh, das also reicht nicht, jetzt. Nicht anfassen ist eigentlich gedacht, dass man keine Taste drückt und nicht das Kabel abzieht. Oder die Kamera aus- und einschaltet oder genau. Im schlimmsten auch das Kabel rauszieht. Einfach warten. Je nach verfügbarer Internetbandbreite dauert es mal ein bisschen mehr oder weniger. Und wenn dann das OK-Zeichen auf den Monitoren auftaucht, dann darf man tätig werden. Perfekt. Es gibt eine Geschichte, worauf man vielleicht Rücksicht nehmen sollte. Es gab vor nicht allzu langer Zeit, gab es noch neben der Workspace, dem Viewer, gab es noch diese Update-Software. Kamera-Updater, ja. Das gibt es alles gar nicht mehr. Es gibt die Workspace und die Workspace hat die Software-Update oder die Firmware-Update mit integriert. Ja, wir haben es uns einfacher machen wollen. Wir haben gesagt, weil viele Kunden wussten das nicht, dass es halt für die Firmware-Updates, die sowohl für Kamera als auch für Objektive gelten, ein separates Tool gab. Da gab es also einen Kamera-Updater, der eigentlich Kamera-Objektiv-Updater heißen sollte, weil er wurde immer nur als Kamera-Updater betitelt. Er war aber auch dafür zuständig, dass die Objektive abgedatet werden. Und dieses Tool haben wir jetzt in die Workspace-Software integriert. Ansonsten, also wer die nicht runtergeladen hat, die sollte man runterladen, damit man eben dann auch die Updates fahren kann. Genauso wie dann, ne? Aus Reiter wurde Dix, es ändert sich nichts. Also auch da sind wir wieder. Jetzt kommt dann gleich, und wie sieht es mit dem rechten OM-System und dem linken OM-System aus? Ja, deshalb, die goldene Mitte ist immer entscheidend. Ja, genau, die goldene Mitte. Also, wichtig ist, wenn wir nochmal auf die Sonderfunktion zurückkommen, aktuell alles außer Focus Stacking ist machbar. Und falls, wie gesagt, man vor allem im Makrobereich, wo man es ja eigentlich ganz hervorragend einsetzen kann, dann würde ich einen größeren Schärfebereich benötigt oder möchte. Der kann über Bracketing arbeiten und dementsprechend natürlich dann auch ganz klar den Schärfebereich vergrößern. Es gibt immer zwei Wege, um zum Ziel zu kommen. Was man dazu sagen muss, man benötigt eine zusätzliche Software, die eben dann diese Schärfebereiche miteinander kombinieren kann. Gut, Naheinstellgrenzen der Objektive, die wir so angesprochen haben, 1,8er, 1,4er und 1,2er Lichtstärken, sind im Grunde fast ähnlich. Ja. Also wir haben 20, 25, 30 Zentimeter als Naheinstellgrenze. Richtig? Oder habe ich da... Nein, richtig. Und dementsprechend kann ich dann eben auch bei diversen jetzt habe ich ein Bild oder einen Punkt habe ich übersprungen, habe ich gerade eben gemerkt. Das ist bevor wir ganz kurz auf die Naheinstellgrenzen, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Sonderfunktion High Res Shot, weil das ein sehr, sehr wichtiger Punkt war. Und da gibt es natürlich die wunderbaren MFT-Kurven und MTF-Kurven. Das ist natürlich klar, wenn man die drei Buchstaben in mehreren Kombinationen kennt, dann kann man sich auch mal verblabbern. Wichtig ist aber hier, der High-Res-Shot, den ich ja bei den OMDs mit integriert habe, kann ich mit allen Objektiven natürlich auch durchführen, dementsprechend auch mit dem 20 mm. Und wenn ich jetzt aber gar nicht mal auf die High-Res-Shot-Version gehe, sondern einfach mal mit einem One-Shot arbeite und hier einen Ausschnitt mit 300% vergrößere, dann sieht man, dass man eben an diesem Blatt die feinen Adern, die feinen Strukturen, obwohl es in einem sehr schrägen Winkel aufgenommen wurde, perfekt sehen kann. Und man sieht eben auch den Schärfe-Unschärfe-Verlauf bei offener Blende. Abstand zum Blatt waren ungefähr 30 cm, 25, 30 cm. Dementsprechend also wirklich Naheinstellgrenze. Und man kann eben wirklich die Schärfezeichnung und vor allem die Blattstruktur hervorragend erkennen. Das zeigt natürlich auch, welchen Einsatzzweck man mit diesem Objektiv absolut harmonisch abbilden kann. Man kann damit natürlich ganz normale Landschaftsaufnahmen machen, was du ja vorher schon gezeigt hast. Man kann aber auch mal in den Nahbereich gehen. Und wir reden jetzt hier nicht über ein Makroobjektiv. Nein.
Wir haben natürlich auch Makroobjektive bei uns im System. Wir haben ja das 30 mm, wir haben das 60 mm. Wir werden in absehbarer Zeit ein längerbrennweitiges Makro bekommen, und wir wieder auf der Roadmap sind. Aber ich werde jetzt auch nicht weiterreden. Aber auch das ist natürlich weiter in der Entwicklung. Und aber auch hier sehen wir auch den Grundgedanken von unserem System. Kompakte Kamera, kompaktes Objektiv. Jedes Objektiv ist eigentlich damit möglich. Und auch hier eine Blattstruktur, eine feine Maserung, so heißt das Fachwort übrigens, ne? Eine feine Maserung kann man damit sehr wohl abbilden. Der Vorteil ist, wenn Nils bei uns ist, dann lerne ich immer noch was Neues dazu. bei dem Thema Makro werde ich natürlich immer hellhörig, und ja, es ist ein längerbrennweitiges Makroobjektiv auf der Roadmap. Da wollen wir aber leider nicht drauf eingehen. Nein. Wer mich kennt, weiß natürlich, dass ich sehr stark im Makrobereich unterwegs bin und bei Nils immer wieder kratze, weil ich genau in diesem Bereich vorstoßen möchte. Aber nein, wir reden heute nicht darüber. Aber wir reden über dieses 20 mm, das wir im Naheinstellbereich einsetzen. Und ich habe dieses Objektiv unter dieses Blatt gehalten, habe einmal oder zweimal ausgelöst, wobei ich eigentlich das Blatt im Durchlicht haben wollte, sprich die Maserung direkt auf dem Sensor dann banden. Ich bin ja sehr schnell lernfähig, deshalb kann ich das sofort einsetzen. Man glaubt es kaum. So, dann nehme ich die Kamera hoch, schaue auf den Monitor und sehe plötzlich dieses Insekt. Ich habe das vorher nicht gesehen, weil das Blatt war unterhalb meines Gesichts oder meines Blickwinkels, und ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Tierchen drunter hängt. So schnell kann man dann eben auch noch Bilder von Tieren machen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, Tiere laufen überall rum. Überall. Sogar in Berlin. Sogar in Berlin, ja. So gehört sich das. Was auch immer ein ganz, ganz großes Thema ist bei den Objektiven und natürlich auch bei ganz vielen Fotografen, ist, wie verhält sich dieses Objektiv im Gegenlicht und was für Lensflares bzw. welche Sterne kann ich denn damit kreieren? Und der Zufall will es, ich habe natürlich ein Bild gemacht. Ich bin begeistert. Du hast auch einen sehr schönen Stern kreiert. Ne? Früher hat man dafür einen Filter gebraucht. Heute machen wir das quasi optisch. Also das Objektiv ist natürlich auch von der Vergütung her extrem auf hochwertige Abbildungsleistungen getrimmt. Aber wie man hier bei dem Foto wirklich sehr schön sieht, Lensflares sind möglich und Blendensterne auch. Genau, wobei wir gar keine Flares großartig sehen. Also keine Spiegelung, keine Ghosts hier drin haben, obwohl es wirklich im absoluten Gegenlicht war. Ja. Und diese Sterne, die man am besten natürlich kreieren kann, wenn ich eine dunkle Umgebung habe, sprich durch den Baum, und Blende natürlich dann komplett geschlossen auf Blende 16, damit ich eben wirklich viele Sterne, große Sterne dann auch wirklich sehen möchte. Ja. Sollen die Sterne kleiner sein, Blende einfach wieder ein bisschen aufsetzen, also ja, auf 11 oder wie gesagt, 8. Auch dieses fotografische Highlight ist mit dem Objektiv möglich. Sehr gut. Genau. Jetzt haben wir endlich das. Du willst jetzt doch wirklich auf Bokeh gehen, ne? Ja. Das hatte ich befürchtet. Na gut, weil du es bist, gehen wir natürlich auch da drauf, auf deine absolute Lieblingsthematik. Wenn wir in diesem Bereich arbeiten und immer mit offener Blende, dann geht es gar nicht so um diesen Schärfepunkt, sondern eigentlich schon immer um diese Hintergrundunschärfe. Und das ist bei Nils das Hauptthema, seitdem ich ihn kenne. Das ist wirklich eine fantastische Geschichte. Ich habe jetzt hier einen Vergleich zwischen dem 20-17er und dem 25 mm. Alle mit Blende 1,4, also einmal bei den 1,2er leicht gedrosselt auf 1,4, damit wir auch eine Vergleichbarkeit haben. Und in dem großen Bild, ja, sieht man es noch nicht ganz. Wir nehmen mal die Ausschnitte mit dazu. Und nun, lieber Nils, darfst du referieren. Jetzt gehst du bitte noch mal ein Bild zurück. Ach, schade. So nett. Na gut. Also erstmal möchte ich sagen, dass es absolut verständlich ist, wenn man sich diese Bilder anschaut, warum wir bei Micro Four Third als OM-System, als OM Digital Solution, ehemals Olympus Kamerafirma, bleiben. Weil wir gesagt haben, man kann natürlich mit unserem kleineren Format sehr wohl freistellen. Weil definitiv. Wir beide lesen ja in den Foren täglich stundenlang, und da gibt es ja immer die Diskussion, warum geht denn nicht Olympus oder jetzt OM System, warum gehen wir denn nicht ins 35 mm Format, weil damit kann man ja freistellen. Ja, und diese Aufnahmen zeigen sehr wohl, es geht auch mit unserem Format.
Also man kann das Hauptmotiv vom Hintergrund loslösen. Das ist ganz wichtig. Und weil du so auf dem Thema Bokeh herumreitest, was mich ja eigentlich immer nur interessiert, das stimmt so eigentlich nicht. Warum rede ich da gerne drüber? Weil das ja ein Begriff ist, der jahrelang überhaupt nicht verwendet worden ist. Wir haben diese Objektive schon seit 80 Jahren. Ja, wir haben Blenden 1,4, 1,2, es gibt Objektive mit Blende 0,95, es gibt sogar Objektive, die unter 0,95 gehen. Wir haben Brennweiten, wir haben alles gehabt, aber es wurde jahrelang nie über das Verhältnis Schärfe-Unschärfe geredet. Und es gab mal einen, oder vielleicht gibt es den sogar noch, es gab einen Japaner, der hat eine kleine Samurai-Figur mit allen verfügbaren Objektiven weltweit abfotografiert in Schwarz-Weiß, hat die Bilder quasi dann auf Ausstellung oder auch dann später im Internet präsentiert und hat so den Vergleich Schärfe-Unschärfe demonstriert, was mit diesen Objektiven möglich ist. Mhm. Früher gab es ja auch so den Begriff, dieses Objektiv hat einen ganz besonderen Schmelz, eine ganz besondere Abbildungscharakteristik, was ja auch ein Qualitäts... Schmelz kann ich jetzt noch nicht, aber... Ja, das gibt einen Begriff aus einer süddeutschen Firma, die erkläre ich dir nachher in der Pause. Und, in der Pause? Nein, auf jeden Fall, dieses Thema ist schon so alt wie die Fotografie an sich. Und wir haben dieses Thema neu aufgenommen, als wir das 25mm 1,2 auf den Markt gebracht haben. Da haben wir nämlich dann bei internen Gesprächen gemerkt, wenn ich das Objektiv gegen ein 25mm 1,8 setze, der Hintergrund sieht anders aus. Das sieht irgendwie harmonischer aus. Und dann ist so dieser Begriff Bokeh so ganz langsam wieder nach vorne gerutscht und jetzt werden die Objektive eigentlich auch im Vorzug Richtung Bokeh entwickelt. Mhm. Und auch hier hat jetzt der geschätzte Micro Four Third Anwender bei OM System die Wahl zwischen, kann man sagen, drei verschiedenen Bokehs. Ganz banal jetzt gesagt, hartes Bokeh und weiches Bokeh. Wobei das 1,4er mit dem 1,2er eher auf einer Welle schwimmt, wenn wir es mal so sagen. Also wir zeigen das nochmal hier in einer etwas vergrößerten Ansicht, also auf 100% Größe. Und da sieht man, dass das 17 und das 25mm fast oder sehr, sehr zeitnah fotografiert wurden. Warum? Weil die Mücke oben sitzt. Und das 20mm war das erste Bild, da sitzt die Mücke noch links. Also wer sie noch nicht gefunden hat. Schwittertier, ja. Auch hier, ich habe es erst gesehen, nachdem ich die Bilder mir dann wirklich genau angeschaut hatte, auf dem Rechner. Ich habe die vorher, habe ich die Mücke nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber was eben ganz, ganz wichtig ist, man sieht im Hintergrund zum einen, dass sich natürlich von der Brennweite her, sprich vom Bildwinkel her, natürlich schon etwas mehr auflöst oder weniger auflöst. Aber dass eben das vor allem zwischen dem 17er und dem 20er, weil das ja eine sehr ähnliche Anmutung hat, eben auch ganz klar zu sehen ist, dass der Hintergrund, die Hintergrundunschärfe schon sehr, sehr ähnlich oder fast sogar identisch ist. Und das ist ein sogenanntes weiches Bokeh. Ja, wir haben ein hartes und wir haben ein weiches. Es gibt ja dann im Grunde noch ein Ringbokeh dazu. Aber das lassen wir außen vor, weil es eher unnatürlich, für mich eher unnatürlich wirkt. Aber wir können dann mal gleich mal weitergehen und schauen uns das 20er gegenüber einem Mitbewerber an. Und da sieht man, bei dem linken Bild ist es sehr weich, während es beim rechten Bild ein eher hartes Bokeh, also Hintergrundunschärfe, dargestellt wird. Und das Wettbewerbsobjektiv ist ein 25mm Objektiv mit auch einer Blende 1,4. Also wir sind sowohl im gleichen System unterwegs, aber da kann man auch wirklich sehr schön sehen, dass man auch konstruktiv hier noch Variationsmöglichkeiten hat. Ja, und das ist eben der ganz große Vorteil, dass ich mir ja dann im Grunde auch meine Objektive nach der Hintergrundunschärfe anpassen kann oder mir aussuchen kann und kann eben sagen, okay, ich möchte ein sehr weiches oder ich möchte ein sehr hartes Bokeh. Genau. Wir haben ja das große Glück, dass wir aus dem ganzen Portfolio uns das raussuchen können und sagen können, okay, ich will ein weiches oder ein sehr hartes. Genau. Ja? Und das macht ja auch ein System aus. Ja, definitiv. Definitiv. Dass du die Wahlmöglichkeiten hast und darum geht's. Und das fand ich eben ganz, ganz interessant, wenn man eben, würde ich mal, mit anderen Systemen vergleicht, dass wir eben hier den großen Vorteil haben, dass wir erstmal über den gesamten Bereich mit unterschiedlichen Lichtstärken eine Auswahl haben. Und mit den Brennweiten. Ja. Also nicht nur ein Standardobjektiv mit
wenn wir auf Kleinbild rechnen, 50 mm mit 1,4 und 1,8, was war ja früher, was es früher mal gab, sondern dass wir eben hier mit 17, 25 oder 20 mm arbeiten können mit unterschiedlichen Lichtstärken, und das finde ich sehr faszinierend. Ich habe dieses Objektiv ja, wie gesagt, eingesetzt, vor allem im Dämmerungsbereich und im Street-Bereich, und habe auch nochmal ein Bild mitgebracht, um eben die Hintergrundunschärfe auch nochmal zu zeigen. Und da sieht man an den Lichtpunkten eben auch, dass es eine eher natürlichere Anmutung hat, mit einer wunderbaren Schärfezeichnung, die sich dann auch wirklich nur über diesen Tisch, wobei er nicht ganz bis zu Ende geht, die Schärfe. Ich wollte ja nur den Anfangsbereich im Scharfen sehen, und ihr seht unten an den EXIF-Daten, dass wir hier mit Blende 4,0 gearbeitet haben. Und auch hier die Schärfe hört direkt am Tischende oder der Tischkante hinten auf, und alles, was dahinter kommt, ist dann auch unscharf. Also aber auch so sehr harmonisch und sehr weich im Abschluss. Genau, ne? Also nicht nur eine Suppe im Hintergrund, sondern man kann schon noch etwas definieren, aber es ist eben nicht in diesem Schärfebereich, dass das Auge jetzt irritiert wird und nur noch auf diesen Schärfebereich gehen würde. Und das ist halt ein Effekt, der sowohl im Fotobereich als natürlich auch im Videobereich zum Tragen kommt. Auch ganz wichtig. Genau, ne? Die Videos haben wir jetzt nicht mit eingebunden. Wenn dann zu lang gehen. Ja, wäre vielleicht doch ein Tick zu viel des Guten. Ja. Bei den Objektiven muss man natürlich dazu sagen, hat OM-System sich etwas dabei gedacht. Es wurde beim 150-400 und dem 8-25 etwas Neues eingeführt. Okay. Und vielleicht wollen wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was Beschichtung berücksichtigt oder beinhaltet. Also genau, sehr gerne. Objektive werden ja schon seit Jahren vergütet, um einfach die Lensflares und so, um die Geisterbilder quasi zu eliminieren. Mhm. Und wir propagieren natürlich für einige unserer Kameras auch den Begriff Spritzwasserschutz. Das heißt, ich kann bei jedem Wetter natürlich fotografieren gehen oder Videofilmen gehen. Und ich meine, du bist Brillenträger, ich bin auch, wenn ich meine Lesebrille habe, Brillenträger. Das heißt, wir mögen eins definitiv nicht, das ist Regen. Ja. Weil Regentropfen haben die unangenehme Angewohnheit, auf dem Gläsern wirklich haften zu bleiben. Das sehen wir jetzt hier auf der linken Seite. Das ist eine normale Vergütung von unseren älteren Objektiven. Da bleiben die Tropfen einfach drauf. Ja, und bei den drei eben genannten Objektiven, 8-25, 150, 400 und jetzt neu 20 mm, haben wir eine Fluoridbeschichtung integriert in die Vergütung zusätzlich drauf, die quasi so eine Art Lotusblüteneffekt generiert, der einfach die Wassertropfen abperlen lässt. Was natürlich auch gerade, wenn man jetzt mal in der Action-Fotografie unterwegs ist, da hat man keine Zeit, Objektive zu putzen. Ja, man muss einfach, eher schwierig, ja. Man sollte einfach das Objekt am Laufen halten oder das Objektiv am Laufen halten. Und da hilft natürlich so eine Vergütung schon sehr gut, um quasi die Blendenflecken wegzukriegen. Es gibt immer so nette Fragen dazu. Was passiert, wenn ich jetzt mit meinem Mikrofasertuch über meine Linse drüber gehe? Also jetzt hier diese Wattestäbchen würde ich jetzt nicht unbedingt über die Linse drüber ziehen. Das dauert zu lange, ja. Aber was passiert denn, wenn ich mit meinem Mikrofasertuch drüber gehe? Macht es irgendwas an der Beschichtung? Oder, also ein normales Mikrofasertuch empfehlen wir natürlich. Es reinigt das Objektiv. Das empfehlen wir auch als quasi Standardreinigungsmedium. Wenn es gar nicht anders geht, kann man nochmal ein Baumwolltuch nehmen, sprich ein Baumwollhemd oder Feinripp, das geht auch. Wenn es gar nicht anders geht. Wir empfehlen natürlich, man sollte schon ein Mikrofasertuch nehmen. Wo man ein bisschen vorsichtig sein muss oder sollte, sind die klassischen Linsenputztüchern von Brillen, weil die sind meistens mit einer sehr starken Chemikalie behaftet, die im allerschlimmsten Fall die Vergütung etwas angreifen. Das heißt auch im schlimmsten Fall die Vergütung quasi beschädigen. Und was man auf jeden Fall sofort vom Objektiv, egal welches Objektiv man hat, auch egal welche Marke man hat, das ist wirklich, wirklich egal. Ausnahmsweise mal, auch wenn wir nicht über andere Marken reden, Fingerabdrücke bitte sofort vom Objektiv entfernen. Weil Fingerabdrücke, auch wenn die Leute behaupten, ich habe trockene Hände, ich habe trockene Finger, da ist immer Fett drin. Und Fett ist ein sehr unangenehmer Partner. Das kennt wir. Wieso guckst du mich da? Fett. Eine kleine Geschichte an die Regie, da schneiden wir, ja. Das ist ja wohl das Allerletzte. Fett arbeitet sich wirklich in. Wie hat dann noch das Wort betont?
eine Frechheit ist das hier. Fett arbeitet sich wirklich ins Objektiv hinein, also frisst sich wirklich ins Objektiv durch die Vergütung durch und das heißt irgendwann mal ab zum Service. So, jetzt haben wir endlich den Lacher, auf den wir den ganzen Abend hingearbeitet haben. Jetzt ja, haben aber, endlich aber warum wieder auf meine Kosten? Nein, ich hab mich nicht angeguckt. Natürlich. Also. Okay, also. Wichtig, aber das war schon immer so, das war auch schon in Analogzeiten so, wenn man Fingerabdruck auf dem Objektiv hat, ich rede jetzt nicht mehr über Fett, sondern der Fingerabdruck, das sind schon Öle. Das ist was Bleibendes. Das ist was Bleibendes, definitiv. Und das frisst sich dann in diese Objektive, in die Linsen mit rein. Wenn es jetzt auf Fressende kommt, ist egal. Nee, ich weiß auch nicht. Nächstes Bild. Nächstes Bild, nee. Schöne Frage ist, ob ich die Frage stellen darf, weiß ich gar nicht. Doch, lieber Nils, da musst du jetzt dran glauben, es sollte mal ein 14mm Objektiv kommen, 1,4. Oder klein für Straßenfotografie, Blende 2,0. Ich weiß nicht, wo Olympus 2 OM das her hat. Ja, ich meine, Wünsche kann man viele haben. Also mir ist kein 14mm 1,4 bekannt. Jetzt kommen mir die Drehen, Entschuldigung. Ich nehme es aber gern auf und frage mal in Tokio nach. Also mir ist nicht bekannt, dass wir an einem 14mm 1,4 Objektiv arbeiten, aber ich nehme es gern auf. Wobei man natürlich eins dazu sagen muss, woran OM-System die Entwickler arbeiten, steht ja nicht alles auf der Roadmap. Nein. Ja, wir haben generell mehrere Objektive parallel auch in der Vorentwicklung. Ja. Und wir müssen natürlich auch gucken, wir schauen natürlich ganz genau, wie kommen neue Objektive, die wir auf den Markt bringen, am Markt überhaupt an. Wir sehen, dass es beim 20mm hervorragend funktioniert. Also das war zeitweise echt mal ausverkauft. Jetzt können wir im Shop wieder, neueste Information von heute Abend, jetzt können wir im Shop die ersten Vorbestellungen wieder vornehmen, okay, weil wir die Produktion doch ein kleines bisschen hochfahren können. Aber nicht alles, was wir in der Vorentwicklung haben, wird auch definitiv als Produkt auf den Markt kommen. Und wir müssen natürlich auch gucken, was machen unsere Kollegen. Also wir haben natürlich einen Kooperationspartner, die Firma Panasonic, die natürlich auch Micro Four Third Objektive hat. Es gibt die bekannten, ich sag mal, Drittanbieter, aber ist falscher Begriff eigentlich. Es gibt Sigma, es gibt Tamron, es gibt Tokina und wie sie alle heißen. Die haben natürlich auch Objektive mit dem Micro Four Third Anschluss. Und da müssen wir natürlich gucken, welches Objektiv passt aus dem Haus OM-System, aus dem Haus Olympus in unser Portfolio. OM-System, Olympus, ist egal. Auf jeden Fall, nur dass es nochmal klar ist, dass es weitergeht, dass wir weitermachen und dass wir natürlich auch keine MeToo-Objektive machen wollen. Also wenn wir jetzt ein Objektiv haben, was es schon dreimal von anderen Herstellern gibt, macht es relativ wenig Sinn, das als viertes Objektiv, als OM-System-Objektiv zu machen, außer wir finden vielleicht noch einen technischen Kniff, den die anderen vielleicht nicht haben. Ja? Genau. Deswegen, ich nehme das gerne mit, ob es ein 14mm 1,4 geben kann, wird, soll, muss, weiß ich heute nicht. Gucken wir, aber die Frage ist aufgeschrieben. Sehr gut. Was ist denn überhaupt dabei? Vielleicht wollen wir uns das nochmal vornehmen. Was wird überhaupt mitgeliefert? Und durch Zufall haben wir natürlich eine Verpackung hier und können ja auch mal zeigen, was alles mitgeliefert wird bei dem Objektiv. Wollen wir das machen? Ja, du hast jetzt das Unboxing schon vorweggenommen. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Jetzt hier mit ganz viel Bohai. Wollen wir das nochmal nachdrehen und reinschneiden? Nein. Frage an die... Also, okay, dann nicht. Was haben wir dabei? Wir haben natürlich eine formschön designte schwarze Verpackung. Schwarz steht für Pro. Vielleicht gehen wir nach oben. Schwarz steht für Pro. Schwarz steht für kompakt. Deswegen schwarz ist immer... Ich habe schon lange kein Standardobjektiv mehr bekommen. Sind die nicht auch schwarz? Objektive sind von Haus aus bei uns schwarz. Ab und zu gibt es auch mal eine andere Farbe, aber dieses Objektiv ist jetzt erstmal nur in schwarz. Nee, ich meine die Verpackung. Die Verpackung ist jetzt in Zukunft immer schwarz. Ja, siehst du, genau das wollte ich doch. Er redet doch mal Deutsch mit mir. Mein Gott, also, so wir haben eine Verpackung, sein. Klar. Wir haben eine Verpackung. So. In der Verpackung haben wir natürlich, jetzt mache ich doch mal ganz kurz auf, eine Bedienungsanleitung. Ja. Und wir haben natürlich auch die Garantie. Unterlagen mit und drin. Das ist die erste Bedienungsanleitung. Oben ist die Kamera. Die, wo OM-System draufsteht. Also wirklich das erste Produkt mit OM-System. Genau, pass mal auf, du redest und ich zeige es in die Kamera. Genau, dann haben wir eine
Garantiekarte auch natürlich mit. Ja, die liest du jetzt aber nicht vor. Nein, oder? Das sind ein paar Sprachen, da will ich mir heute Abend doch die Zunge brechen. Das ist natürlich auch Bestandteil. Genau. Dann ein Frontdeckel, ein Objektivdeckel, auch hier mit OM-System belabelt. Ja. Der erste Rückdeckel ja, mit OM-System. Ich hoffe, das kann belabelt. Man lesen. Ja? Also auch auf dem Rückdeckel steht OM-System und natürlich auf dem Objektiv steht es auch das. Ja, wo ist die Kamera? Da ist sie. Ich hoffe, das kann man lesen. OM-System, okay. Dann haben wir natürlich auch die Sonnenblende, die uns die Regie entwendet hat. Den Tisch abgeräumt. Und die Regie hat ganze Regie, Arbeit geleistet. Aber die Sonnenblende. Die Sonnenblende, die gehört natürlich auch zum Lieferumfang. Ist okay, die Sonnenblende gehört zum Lieferumfang. Die ist auch mit OM-System belabelt. Und wir haben ein kleines Wickeltuch. Schwarzes Wickeltuch, um das Objektiv quasi einzuschlagen. Das gehört auch zum Lieferumfang. Und ich möchte es gleich vorwegnehmen. Diese Artikel sind Stand heute noch nicht einzeln zu bestellen mit dem Label OM-System. Ja, also wenn man jetzt einen Objektivdeckel mit 58 mm Durchmesser bestellt, steht da noch Olympus drauf. Okay. Ja? Also wichtig, man kann jetzt nicht die Einzelteile schon vorher kaufen. Nein. Und dementsprechend auf im Grunde umlabeln. Das genau. Geht natürlich nicht. Das geht okay. Nicht. Das wird in absehbarer Zeit gehen, aber das dauert noch ein bisschen. Gut. Wobei das macht jetzt auch nicht den Kohlfett. Da war es schon wieder. Die haben es heute mit dem Gewicht. Hier ja. Das ist unglaublich. Wichtig ist nur, das Objektiv ist komplett umgelabelt. Und wir werden jetzt in Zukunft das Logo, den Schriftzug öfters sehen. Davon gehe ich aus. Kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Wir werden ja weitere Treffen in der Art hoffentlich haben. Das hoffe ich auch. Ich wurde im Vorfeld gefragt, kannst du einen Vergleich vornehmen, nicht nur zwischen den Festbrennweiten, sondern auch zu dem 1245er bzw. 1240er. Und wenn wir schon gerade dabei sind, vielleicht gehen wir doch noch mal ganz kurz nach oben. Entschuldigung, Regie, ich bin heute sehr sprunghaft. Dann können wir noch mal ganz kurz zeigen den Vergleich. Wir haben einmal das 20 mm und hier das 12 bis 45 mm. Und ihr seht, das ist fast gleich groß. Ja, das 1245er ist nicht ganz ein Zentimeter, oder? Was sagst du? Ja. Und es ist vom Durchmesser her auch minimal dicker. Also das passt auf jeden Fall. Und jetzt legen wir nochmal das 1240er dazu. Dann haben wir alle drei. So, einmal von oben. Dann legen wir sie mal direkt nebeneinander. Dann seht ihr, dass die auch, ne? 20 mm. Dann haben wir hier das 1245er und das 1240er 2.8er. Das ist natürlich ein bisschen voluminöser, ein bisschen dicker. Da war es schon wieder. Während eben die Festbrennweite im Vergleich zum 1245er fast identisch ist. Und wir haben ja auch, wenn wir jetzt schon beim 12 bis 45 sind, das ist ja auch ein sehr schönes, kleines, kompaktes Objektiv. Ja. Da haben wir ja ein Weitwinkel-Pendant, das 8 bis 25, auch mit Blende 4,0. Und wir werden uns ja irgendwann über ein Telezoom unterhalten, was auch eine Anfangsblende von 4,0 hat, das 40-150. Und dabei wollten wir darauf gar nicht heute eingehen. Nee, aber das ist ja ein Objektiv, was in der Roadmap schon als Objektiv betitelt wurde. Und da darf ich auch drüber reden. Ja. Und auch das wird das Kürzel kompakt tragen. Und OM-System. Und OM-System. Gut, so, das habe ich jetzt auch noch untergebracht. Musste einfach sein. Sehr gut. Wann kommt das MFT-Gegenstück zum OM Suico 250 mm 2,0? Wow. Wahnsinn, das 250 mm 2,0, das wurde, glaube ich, handvoll verkauft. Das wurde handvoll verkauft, erzielt momentan irre Preise auf eBay. Also das ist wirklich ein extrem gesuchtes Objektiv. Ist auch eins der wenigen weißen Objektive, die Olympus in der Analogzeit gebaut hat. Und ich kann diese Frage nicht beantworten. Also wir sehen natürlich sehr großes Potenzial bei Telebrennweiten und wir gucken einfach mal. Gut, es wären 125 mm. Ist machbar. Machbar ist alles. Die Frage ist natürlich, gibt es einen Markt dafür? Und das Richtig. Ist natürlich dann immer so eine gewisse Geschichte.
Aber es kommt auf jeden Fall im Tele-Zoom-Bereich ja noch ein bisschen was. Ja, da stehen definitiv. Ja noch zwei Objektive mit auf der Roadmap jetzt schon drauf. Und weitere sind ja in der Entwicklung, da langfristig nicht, gesehen. Da wollten wir doch gar nicht drauf zugehen. Ich sage nur, es geht weiter. Und wenn wir jetzt schon mal kurz in den Chat reinschauen, eine Festbrennweite für Astro als Weitwinkel, nicht Fischei, mit 7 bis 10 mm und Blende 1,4 wäre angenehm. Gerade im Astro-Bereich ist es bei MFT dünn gesät. Ja, das sieht ein halber von... aber was nicht alle kennen, weiß ich jetzt nicht, ob Klangcharakter den Trick kennt beim Fisheye, ist ja das Defishing. Dass wir eben dann im Grunde umgerechnet auf 9, 11 mm und 7 mm defischen können. Dass es eben nicht diesen Fisheye-Effekt, sondern einen Ultra-Weitwinkel-Effekt hat. Wenn man das nicht kennt, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, weil ich ein Objektiv kaufe, aber vier Brennweiten im Grunde genommen habe. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ist für mich als sparsamen Menschen auch eine sehr interessante Nummer. Ein Objektiv kaufen, vier Brennweiten haben. Kleine Fototasche, sage ich. Kleine Fototasche, korrekt. Also Klangcharakter, wie gesagt, vielleicht mal mit dem 8 mm. Ach, guck mal, der Bernhard Watzinger, schöne Grüße, Bernhard, hat schon erkannt oder hat es auch schon beantwortet. Genau, das kamerainterne Defishing ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Geht das kamerainterne Defishing auf Kosten der Bildqualität? Nein. Nein. Also die Auflösung bleibt gleich, die Randschärfe bleibt gleich. Klar ist natürlich, lieber Bernhard, du hast einen engeren Bildwinkel, also nicht mehr 180 Grad, sondern wir gehen dann natürlich je nach Stufe runter auf knappen umgerechnetes 11 mm Objektiv. Ich müsste jetzt lügen, um zu sagen, welcher Winkel das jetzt genau ist, aber das können wir gerne nochmal zukommen lassen. Das ist ja nicht das große Problem. Gut, haben wir noch eine andere Frage, die damit reinkommt. Wann kommt eine Festbrennweite zwischen 75 und 300 mm? Oha, 200 oder 250 wäre ein Traum. Schauen wir mal. Wir merken, jetzt kommen die ganzen Tele-Brennweiten hier. Erst ging es Richtung Ultraweitwinkel oder Weitwinkel und Standard. Jetzt gehen wir wieder mehr Richtung Tele. Das ist aber ganz interessant, weil dadurch, dass es ja eine neue Koordination gibt bei euch, kann man eben auch direkter das alles reporten nach Tokio. Und schauen wir mal, wie oft diese Nachfrage kommt und dementsprechend werden die Entwickler sich da... Der Markt wird das auch ein bisschen mitentscheiden, weil wir haben mit Sicherheit Überlegungen für diverse Brennweiten, Brennweitenkombinationen. Aber wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, wir möchten keine MeToo-Objektive machen und wir schauen auch sehr genau, was macht der Wettbewerb. Der Wolfgang Immel, schöne Grüße Wolfgang, hat die schöne Frage, der Schutzfilter fürs 150-400, hat er ebenfalls eine Nano-Vergütung? Nein. Kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema Schutzfilter. Wie stehst du dazu? Das war jetzt gemein, das war nicht abgesprochen. Also nein. Normalerweise, wenn ich jetzt ein Händler wäre, sage ich natürlich, Schutzfilter, na klar, muss. Weil früher in der Analogzeit hat man auch immer Schutzfilter verwendet, gerade wenn man in der Landschaftsfotografie unterwegs war, weil da gab es ja diese schönen Skylight- oder UV-Schutzfilter, um einfach bei extremem Sonnenlicht an Farbfehler oder fehlerhafte Farbdarstellung so rum. Ja, oder in den Bergen einfach diesen Blauanteil wegzunehmen. Ja. Den brauchen wir Stand heute bei Digitalkameras halt nicht, weil die Kameras haben ja einen permanenten Weißabgleich und die machen das quasi von sich aus schon automatisch. Und insofern dient ein Schutzfilter eigentlich nur der Schutzfunktion, dass man jetzt die Frontlinse nicht zerkratzt. Mhm. Als Optikmensch sage ich natürlich, wir brauchen es nicht, weil das Objektiv an sich ist schon perfekt, weil die Entwickler auch sagen, ein Filter ist ein zusätzliches Glas-Luft-Gemisch, was jetzt nicht von vornherein in die Objektivkonstruktion mit einbezogen wurde. Mhm. Auf der anderen Seite verkaufen wir natürlich auch diese UV-Schutzfilter für unsere eigenen Objektive, aber die sind sehr wohl in die Objektivkonstruktion einbezogen worden. Vielleicht noch eins auch da dazu, wenn wir jetzt mal, gehen wir mal nur auf den Schutz, bevor wir nochmal auf die Qualität kommen. Mhm. Wenn du einen Schutz für dein Objektiv benötigst, empfehle ich eigentlich immer die Sonnenblende. Das ist der mechanische Schutz, der eigentlich... Durch nichts zu ersetzen. Ja. Bitte nicht in der Parkposition, ja, da bringt es euch natürlich nichts.
Immer schön im eingesetzten Zustand drauf lassen. Der eine oder andere, der mich kennt, der wird sagen, ja, erzählt er jedes Mal. Aber ja, vielleicht gibt es heute einen, der es oder eine, die es noch nicht gehört hat. Mechanischer Schutz, wenn ihr irgendwo dagegen knallt, dann kommt ihr nicht sofort auf die Frontlinse. Das heißt, wenn ihr mal an der Wand entlang schrammt, auf dem Ast, auf dem Baum, auf dem Boden, wie auch immer, da passiert noch nicht so viel. Jetzt gehen wir aber nochmal zurück. Was passiert, wenn Fingerabdruck, ja, aus Versehen, beim Rausnehmen komme ich mit dem Finger drauf und jetzt gibt es den einen oder anderen, der sagt, nee, ich mache lieber einen Schutzfilter. Wenn ich einen Schutzfilter verwende, ist es egal, welchen ich nehme oder sagst du, achtet bitte auf das und das? Also wenn man aus Sicherheitsgründen einen Schutzfilter verwenden möchte, empfehle ich immer entweder den vom Hersteller empfohlenen, also den hauseigenen, oder wenn es ein fremdes Fabrikat sein soll, einen der höchsten Güte, weil die gibt es halt auch in mehreren Preissprüngen und wenn man jetzt schon Hunderte oder Tausende von Euro für ein Objektiv ausgibt, was ja sehr lobenswert ist, dann sollte man da nicht sparen. Genau, also bitte nicht aus der, jetzt übertreibe ich, aus der Krabbelkiste, ja, das Ganze nehmen. Das ist das gleiche Spiel, wenn ihr euch eine Kamera kauft, die, sei es jetzt eine EM5, EM1, EM1X, mit sehr schnellen Laufwerken arbeiten und dann kommt die günstigste Karte rein. Und man ärgert sich, dass es so lange dauert, bis das Bild abgespeichert ist. Das Gleiche ist eben, wenn ich einen billigen, günstigen Schutzfilter nehme, dann muss das nicht unbedingt vorteilhaft für die Qualität sein. Wenn ihr das ausprobieren wollt, kleiner Tipp von mir, sucht euch eine Wand mit ganz viel Struktur, so eine Backsteinwand, holländisches Viertel, sage ich euch nur. Wenn ihr also mal nach Potsdam kommt, könnt ihr Filter damit testen. Stellt ihr die Kamera auf, macht ein Bild mit Filter, ein Bild ohne Filter. Guckt am besten in die Ecken, da sieht man es am deutlichsten und vergleicht eben mit und ohne Filter auf 100%, ob die volle Schärfeleistung vorhanden ist. Und da wird es sicherlich den ein oder anderen Filter geben, der dem nicht mehr entspricht. Genau. Deshalb testen und wer eine Sonnenblende hat und die Sonnenblende richtig aufsetzt, hat schon mal einen zusätzlichen mechanischen Schutz. Auf jeden Fall. Das ist definitiv meine, aber ich hoffe auch deine Empfehlung. Ja, 100%. Gut. Ich soll nicht an den Objektiven rumfummeln. Danke, Regie. Das musste ja natürlich mit rein. Gut, damit sind wir bei der Thematik Objektiv durch. Lieber Nils, es gab aber letzten Freitag dann natürlich noch eine Geschichte. Oder habe ich irgendwas, was du noch mit erzählen willst, übersehen? Nö, oder? Wir haben die Thematik 20 mm haben wir, glaube ich, abgeschlossen und auch alle Fragen, die wir so zwischendrin hatten, gut mit eingebaut. Wenn ihr also noch zusätzlich Fragen habt, ruhig in den Chat rein. Wir kriegen die von der Regie immer schön eingespielt. Auch natürlich die Anweisung, dass man gewisse Dinge nicht macht vor der Kamera. Aber gut, dann wollen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf einen ganz anderen Punkt kommen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Angebote. Pakete, aber in dem einen Paket gibt es ein bisschen mehr dazu und deshalb haben wir natürlich auch wieder mal eine kleine Folie vorbereitet. Es gibt die Black Friday Aktion. Dein Part, Nils, erzähl, was versteckt sich dahinter? Da versteckt sich ein wunderbares Kombinationspaket über eine EM1X oder eine EM5 Mark III oder wer Kameras schon hat und sich über weitere Objektive freut, gibt es ein sehr schönes Aktionsangebot über diverse Brennweiten, Zoom-Objektiv oder auch Festbrennweiten mit in meinen Augen sehr schönen Rabattmöglichkeiten, die sowohl in unserem Shop als auch im Handel, Fachhandel bereitstehen sozusagen. Die gelten seit dem 19.11. und laufen noch bis zum 29.11. einschließlich und können, glaube ich, bis Ende Dezember eingereicht werden. Ja. Was mir persönlich hier sehr gut gefällt, ist das Wort Sofortrabatt. Ich bekomme es direkt an der Kasse abgezogen. Ja. Ja, also nicht mehr im Nachhinein noch nachfragen oder irgendwelche Unterlagen einreichen, sondern ich habe sofort den Rechnungsabzug. Genau. Und dann gibt es noch eine Aktion, die etwas länger läuft. Ja. Und zwar mit der EM1 Mark III. Und da gibt es in meinen Augen eine sehr schöne Kombination, die EM1 Mark III in Verbindung mit einem Pro-Objektiv 17 mm 1,2, was dann quasi kostenlos dazugegeben wird. Das heißt, man kauft die Kamera im Shop oder im Fachhandel und reicht die Rechnung auf einer
Adresse ein, die auf der Internetseite zu sehen ist, und da wird kostenlos ein 17mm Objektiv nach Hause geschickt. Ganz wichtig, ihr kauft jetzt nicht die Kamera mit dem 17mm, sondern ihr kauft die Kamera entweder als Einzel- oder als Kit-Variante mit dem 1240er, 1245, 1200, genau, wie auch immer, und bekommt dann das 17mm von Olympus OM Digital Solutions, OM System, nachgeschickt. Von allen drei zugeschickt, genau. Aber nur einmal zugeschickt, ja? Ja. Gut, das sind die zwei Aktionen, oder eben, ne, das eine ist eben mit mehreren Objektiven und das andere natürlich Kamera. Und somit sind die Weihnachtsgeschenke gesichert. Ja. Und jeder kann sich im Grunde schön dran austoben. Warum kriegt man keine Sofortrabatt für das 20mm? Die Frage kommt normalerweise immer. Weil das Objektiv jetzt schon im Prinzip extrem schwer lieferbar ist. Und warum sollen wir jetzt schon auf ein Objektiv, was noch gar nicht da ist, ja? Warum sollen wir jetzt auf ein Objektiv, was es noch gar nicht physisch zu kaufen gibt, schon eine Rabattaktion machen? Ja, gut. Das ist doch schon mal das Allerwichtigste. Und man muss nicht auf Black Friday warten, weil die Angebote gelten jetzt schon. Stimmt. Black Friday ist ja eigentlich erst am Donnerstag Nacht. Ja, am 26. ist Black Friday. Genau. Gut, da kommt noch eine schöne Frage. Kommt die EM1 Mark noch vor Weihnachten? Lieber Herr Jakubke, das ist eine Frage, die darf der Nils gar nicht beantworten. Er darf nicht mal auch nur annähernd irgendetwas in dieser Richtung sagen. Das wäre ein Produkt, was aktuell nicht angekündigt ist und was auch heute nicht vorgestellt wird. Ganz wichtig. Richtig? Ohne, dass ich jetzt irgendwas auch nur falsch auslegen würde. Wir reden heute nur über das 20mm, wir reden nur über OEM-System und mehr nicht. Ja? Wir reden nicht über neue Produkte. Genau. Die Frage, die wir ganz am Anfang hatten, gibt es eine neue Pen F? Auch da gilt nach wie vor die gleiche Antwort, auch wenn viele Leute die nicht mehr hören können. Es ist noch nicht entschieden. Die Pen F ist so eine schöne Kamera und wir kriegen weltweit sehr viele Fragen bezüglich dieses Themas und Tokio hat noch keine Entscheidung verkündet. Also es kann so und so ausgehen. Und das finde ich eigentlich immer sehr positiv, weil es ist immer noch eine Möglichkeit da. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Jahre was zu tun, hoffe ich doch. Und ich möchte auch ein paar Jahre noch mit meinem Kollegen hier sitzen und nicht über Themen unterhalten, die uns beide betreffen, sondern warten wir einfach mal. Ich habe die Frage in der Frage gestellt. Richtig. Noch nichts entschieden. Noch nichts. So, dann noch die Frage von Michael Schneider. Tut sich etwas beim AF? Bewegte Motive, Feldauswahl und Verfolgung? Auch das ist ein Thema, was immer weiterentwickelt wird. Mehr kann ich nicht sagen. Gut, dementsprechend. Das war eine gute Antwort, das war eine super Antwort. Der Bernhard Watzinger möchte noch eine Frage zu den Reparaturen. Sind die Reparaturpauschalen in Stein gemeißelt oder sind bei Kleinreparaturen Gehäuseschäden von Objektiven und Kameras auf Angebotsbasis möglich? Bernhard, auch hier kann ich sagen, hier ist nichts in Stein gemeißelt. Ja, auch das werden wir uns natürlich angucken. Da ist auch wieder Angebot und Nachfrage. Wir gucken einfach mal. Ja, also das Thema ist bekannt. Auch das Thema Service ist natürlich ein Thema, was wir immer weiter in unseren internen Diskussionen mit uns führen. Und da gucken wir einfach mal. Na? Genau. Gut. Haben wir sonst noch etwas, was wir im Chat übersehen haben? Wird es in Zukunft noch Unterstützung für Unterwasserfotografen geben? Eventuell was? Vielleicht auch ohne direkte Produkte, sondern nur Tutorials, Visionaries. Auch da kann ich jetzt heute, also es kann ich sowohl als auch nicht antworten. Na, also Produkte sowieso nicht, weil über Produkte kann ich heute nicht reden, die noch nicht veröffentlicht sind. Und wir arbeiten natürlich auch mit unseren Visionären weiter eng zusammen auf globaler Ebene. Also wir machen jetzt auch wirklich alles global, also nicht nur in unserem eigenen Ländler, sondern wir gucken auch schon, was auf diesem Planeten noch so alles rumläuft. Und schauen wir mal. Also das Thema Tutorials ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns. Und da werden wir auch in Zukunft deutlich mehr als in der Vergangenheit machen. Und da könnte sowas auch ein Thema werden, ganz klar. Ja. Wir können ja mal unter Wasser gehen. Wir zwei. Oh ja. Wie war das mit dem Meer? Nee, okay. Gut.
Falls ihr noch, ach, da, doch, guck mal, jetzt trötelt doch noch was rein. Das ja, ist Suico, das Tönnchen. 150 mm 2,0 ist super kompakt. Sowas im MFT-Bereich wäre der Hammer. Schauen wir mal, Thomas. Ja, also klar ist natürlich, das sind jetzt Objektive, genauso wie vorher das Suico, das 250 mm, die super speziell waren, beziehungsweise sind, die für diese Systeme natürlich dann auch speziell gebaut wurden. Es heißt nicht, dass es die niemals geben wird, aber die sind aktuell nicht in der offiziellen Planung drin. Kann man das so sagen? Ja, die sind offiziell jetzt nicht laut geplant, sagen wir es mal so. Ne? Und, aber es, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Objektive müssen zum Markt passen, die Objektive müssen zu uns passen und letztlich die Objektive müssen sich auch rechnen. Das heißt, die Objektive müssen auch verkauft werden. Das bringt uns nichts, wenn wir ein wunderschönes Produkt haben, was nur auf Messen rumgereicht wird. Messen wird es ja definitiv wieder geben oder auf irgendwelchen Festivals, Oberstdorf, Zingst, natürlich. Ne? Aber wie gesagt, Fürstenfeldbruck, Duisburg, wir wollen ja. Jetzt haben wir wirklich fast alle genannt. Es gibt bestimmt noch ganz viele. Die Objektive müssen verkauft werden. Die Produkte müssen verkauft werden. Und da müssen wir halt sehen, dass wir da einen guten, gesunden Weg finden, um es da für alle gütlich in der Mitte zu treffen. Ja. Aber generell, diese Überlegungen sind natürlich da und es spornt natürlich auch die Entwickler an, was Besonderes zu machen und mal gucken. Definitiv, ja? Definitiv. Gut. Gut, damit sind wir mit unserem Latein am Ende, nein, mit unseren Fragen durch, mit dem, was wir heute so erzählen wollten. Ich freue mich, dass das jetzt wieder fast auf die 2 Stunden hinausgelaufen ist. Das wollten Thomas, wir eigentlich nicht unbedingt. aber wir genau, der gute Gottschalk hat es uns ja wieder mal vorgemacht, wie man es macht. Und wir wollen zwar nicht so mit so wenig Sendezeit im Jahr ausgestattet werden, sondern lieber öfters kommen, aber trotzdem überziehen ist immer schön. Aber wir wollen natürlich allen auf jeden Fall zur Gesundheit gratulieren, beziehungsweise wir wollen allen ein gesundes, spezielles Etwas. Und wir haben hier natürlich dann auch die richtigen Tassen dafür. Falls man diese jetzt nicht direkt sieht, vielleicht machen wir einmal die ganz kurz groß an die Regie, damit natürlich auch jeder sieht, mit was wir hier arbeiten. Schöne Grüße an alle, die für die 3 Buchstaben sich begehren. Prost, lieber Nils. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich. Vielen Dank. Kommt gut nach Hause, wenn ihr nicht zu Hause seid. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die lange Zeit wieder. Und ich hoffe, es war einiges dabei. Ja, sag vielen Dank, lieber Nils. Du kommst auch gut nach Hause. Heute nicht, erst morgen. Erst morgen. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Es wird definitiv ein nächstes Mal geben. Mit spannenden Themen, da freue ich mich drauf. Und es war nett, wie immer in Berlin. Und ja, bleibt alle gesund. Ich wünsche euch jetzt schon mal ein frohes Adventsfest. Schönen ersten Advent, frohes schöne Weihnachtsfest. Das sehen wir uns nochmal. Genau. Ne? Auf bleibt jeden Fall, gesund. Bleibt gesund. In diesem Sinn, schönen Abend noch. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Ciao. We are the dark horse. We don't run in the race. Never have and never intend to. You can't equate us, put us in a box, or place us within the borders of a map. For over 80 years, we have pushed the limits of technology to put imaging tools in the hands of those that are willing to go the distance to capture extraordinary moments. Our first compact camera helped democratize photography. It broke free an entirely new generation to go out there and create images in ways that no one had imagined before. So we made it our business. We continued this revolution with the industry-changing OM-1. It was not simply a camera, but an innovative imaging system that cut in half the total size and weight that photographers carried on their shoulders. They said it was impossible. That a compact SLR system was a dream, that handheld starscapes were fantasy, or that a small sensor could take big photos. But look at us now. Doing the impossible is our legacy. But there always comes the point where one must take their own advice. And for us, that time is now. We are breaking free from the past to begin a new chapter of our legacy. Our name may change,
But who we are and what we stand for never will. Like Yoshihisa Maitane before, we again promise to climb walls of convention, break barriers of technology, and build cameras and lenses that are compact but packed with impact so you can go and capture something extraordinary. Life is found in the unexpected, the adventure, and the wildest of moments, and time does not stand still. It does not take excuses or repeat. But to those who won't let those moments go gently into the night, for them, we exist. For them, we build tools to fight time, outsmart the odds, and break free to go where others never will. Rain, shine, or snow. Defy the moment with OM System.